Schau, dass wenn wir jetzt Selbstgespräche machen, ist immer wieder die Frage, für wen eigentlich? Ich erkläre dir die ganze Zeit, da außen gibt es keine anderen. Es gibt bloß einen allereinzigen Geist. Aber für wen? Letztendlich für dich selber, für den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Aber jetzt ist die große Frage, wer glaubst du jetzt zu sein? Und der Geist, der jetzt glaubt, der zu sein, der vom Computer sitzt, ist derselbe Geist. Jetzt gibst du dir Namen, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Aber du wirst jetzt merken, Namen, sage ich immer, sind austauschbar. Ich erkläre das ja jetzt nicht als Brösel-Udo dem Matten, sondern ich erkläre es immer den, das ist der Unterschied, der das jetzt erlebt und den Matten, den du jetzt vor dir hast, wenn du nicht der Matten bist, oder den Udo, den du vor dir hast, wenn du nicht der Udo bist. Und an den, der du jetzt denkst, wenn du an dich selber denkst, an den Körper, an diesen körperlichen Menschen, der jetzt dich dieses Video anhört, an die richtet sich meine Botschaft nicht. Es richtet sich nur an den Geist, der jetzt mit diesen Worten konfrontiert wird. Und darum sage ich jetzt immer, drum, das ist jetzt die Genauigkeit. Selbstgespräche oberflächlich betrachtet, ja, für wen sollte es dann gut sein, wenn wir das aufnehmen? Darum habe ich jetzt gesagt, ist der Recht, wenn wir das aufnehmen, dann lassen wir uns in einer anderen Personifizierung von uns selbst inspirieren. Das ist der absolute, jetzt hast du mal der absolute Unterschied von Holofeeling zu allen anderen Lehren. Und du kennst jetzt deinen Werdegang, mir mal kurz vorher, bevor ich eingeschaltet habe, da schon wenn drüber gesprochen, wie du als Philosophielehrer, als studierter Philosophielehrer auch in diese Einseitigkeiten reingehst. Man muss das dann mal begreifen, dass wirklich alles stimmt. Die Lüge liegt nicht in den Aussagen von irgendwelchen Äußerungen von Figuren, die wir uns jetzt ausdenken, die ja als Ding an sich nichts äußern können, sondern in dem, der anfängt, es zu interpretieren. Ob du jetzt Martinus liest, ob du Sokrates liest, ob du Marx lesen tust oder Lenin lesen tust, das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind doch letztendlich nur mal Worte, mit denen du konfrontiert wirst. Und dann dein volle Breitseite, das da mal dein Wertesystem. Es ist doch kein Unterschied, ob du jetzt real du konfrontiert wirst, ich sage mal mit einem Buch. Und dann hast du Worte und du machst aus den Worten Vorstellungen. Da kommen wir dann gleich einmal in die Physik, wenn wir uns die Zeit noch nehmen. Mal schauen, wo das Gespräch uns hinführt. Und du machst Vorstellungen draus, die dir dann logisch oder nicht logisch erscheinen. Aber die Worte sind ja so universell austauschbar in dem Sinn und dann doch wieder nicht, weil mit Holofilling ist ein ganz klares arithmetisches Raster dahinter. Und jetzt ist aber für dich schon ein Riesenunterschied, ob du jetzt der Tageszeitung ein Geschichtsbuch liest oder einen fiktiven Roman oder ein Märchenbuch liest. Unachtsam ändert es nichts. Es ändert nichts an deinen Informationen. Wenn du jetzt zum Beispiel liest, dass hier irgendein Familienvater seine Frau umgebracht hat und die Kinder umgebracht und dann auch Selbstmord gemacht hat, ist es ein Riesenunterschied, ob du das aus einer Tageszeitung liest oder ob du irgendeinen Dan Brown-Roman oder sonst was in der Hand hast. Weil das eine ist rein fiktive Geschichte und das andere ist dann angeblich passiert. Aber wer bestimmt jetzt das? Du bestimmst es ja nicht einmal. Darum sage ich immer wieder, schau in dich rein, was du glaubst. Das Gemeine ist natürlich, dass man aufwächst mit dem Konzept von Journalisten und Zeitungen und Kameras, die gemacht worden sind, mit dem Ziel, etwas aufzunehmen. Da sind so viele kleine Ein Facetten drin. Bild in Weißenburg, Vortrag, Matten, sage ich, ich wiederhole immer den Satz, test einmal, ein Bild, das in dir auftaucht, ist ein Bild. Ob das jetzt ein Monitorbild ist, ein Fernsehbild ist, ob das ein gedrucktes Bild in einer Zeitung, in einer Zeitschrift ist, das entsteht in dem Moment, wo du es anschaust. Du bist ein träumender Geist. Und solange du in dem Wahn lebst, dass da irgendwo ein Außen existiert, Bruch des zweiten Gebotes, wo in der Vergangenheit irgendeiner das Foto gemacht hat oder dann eventuell am Computer manipuliert, um Menschen zu manipulieren, das sind alles deine Interpretationen. Wenn du das Bild anschaust, das ist alles nicht dort, das wird von dir erschaffen. Das ist hundertprozentig sicher. Und Und immer wieder betone ich mal ganz kurz das noch reinschieben, weil das so wichtig ist, das rauscht durch. Du wirst erst einmal erkennen, dass all die Weisen deiner Welt, all die normalen Menschen, inklusive denen, die du zu sein glaubst, solange du nicht einmal weißt, was 100% sicher bedeutet, das Geschwätz vom Zweiten kannst du zu 99% nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ich habe gerade kurz bevor du mich angeskypt hast, normal gesprochen, habe ich zapp ich gerade rein. Ich schaue mir sowas nochmal gar nicht an. Es ist, dass ich sage, wann kommen die endlich einmal drauf, wenn die so Wissenschaftssendungen anschauen, ist auf Arte, ist neu über die Intelligenz, die Erforschung der Intelligenz. Also eins ist ja hundertprozentig sicher, dass unsere Intelligenz abhängig ist vom Gehirn.
Wir sind ja das Gehirn. Das ist so ein heiliger Gral. Das ganze materialistische Weltbild, dass die Erde eine Kugel ist. Und jetzt können wir wieder in die Geschichtsbücher reingehen, wo ich sage, zu allen Zeiten, die wir uns jetzt ganz bewusst ausdenken, haben die Menschen in einem logischen System gelebt. Das ist es. Und du lebst zurzeit in dem geistigen Fahrwasser eines Kopernikus, eines Galilei, eines Newton. Und das ist einmal Grundvoraussetzung gewesen, dass du hier diese materielle Welt auf deiner, in deinem virtuellen Raumbewusstsein aufbauen kannst, in dir selber, in deinem Traumbewusstsein, nenne ich das, so wie du dir das jetzt ausdenkst. Das ist ein Programm. Und ich sage dann immer dazu, würdest du im spirituellen Fahrwasser, im geistigen Fahrwasser von Jesus leben, dann hättest du schon längst nicht aus der Scheibe eine Kugel gemacht, sondern aus dieser Welt ein Himmelreich mit ständig wechselnden Bildern, wo du die absolute Macht drüber hast. Und es ist ein Indie-Markt. Darum ist es, meine Botschaft richtet sich nur an den, der jetzt mit diesen Worten konfrontiert wird. Alles andere, was du dir jetzt denkst, existiert nur, wenn du es denkst, und es ist schon wieder weg, wenn du an was anderes denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass ein Gedanke von dir auch dann existiert, da außen, unabhängig von dir, und du nichts damit zu tun hast. Es sind ein ganz, ich sage immer ein ganz einfaches Deutsch. Jetzt frag dich einmal, wenn du zuhörst, was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Das Geschwätz vom Zweiten. Und wenn jetzt Figuren noch in dir auftauchen, die irgendwelche Doktortitel haben, die dich dann nochmal verunsichern, weil der Witz ist ja, dass du unbewusst auch sehr klein gemacht wurdest in dem System, in dem du zurzeit lebst. Dieser Respekt vor Leuten, die den Respekt eigentlich gar nicht verdient haben. Na, ich weiß noch, als ich Philosophie studierte, da ich war eigentlich immer schon sehr offen und ich habe da auch Bücher gelesen, du weißt, so auch so ESO-Sachen und über die Pyramiden und mit den Sternbildern. Und ich weiß noch genau, wie die Professoren da mich wirklich lächerlich gemacht haben, weil das war doch keine offizielle Philosophie. Und das war für mich so eine Enttäuschung, weil ich habe dieses Studium gewählt, nicht weil man damit Geld verdienen kann, weil das zumindest in den Niederlanden, das ist einfach kein Beruf, wo viel das viel Perspektive bietet, aber ich hatte dieser Trieb einfach zu erforschen und dann habe ich dann mit entdeckt, wie kindlich das die alle sind. Zum Beispiel, als die publiziert haben, da wurde gestreitet in den Gebäuden, da welcher Professor als erster genannt wurde. Das war wirklich das blöd. Ist, das ich ist war der Größenwahn des Ego und darum sage ich, du kannst das jetzt gerade, wo hier Teilwissen drin ist, du kannst es nicht erreichen, ob das Politiker sind. Es ist, dir wird nur immer mehr bewusst, dass das vollkommen geistlose Figuren sind. Es sind Protagonisten in deinem Traum. Ich nenne das immer, das sind die Fehler, die du anzukreuzen hast. Von denen kannst du nichts erwarten. Die Welt, eine ausgedachte Welt, kann letzten Endes nur von dem verändert werden. Ich spreche jetzt das doch mal nur von einer Veränderung, von dem, der sich die Welt ausdenkt. Das bist du. Ja. Das heißt, du bist der Einzige, der die Welt verändern will. Aber jetzt kommt meine berühmte Geschichte mit dem Haar. Wie definierst du eine Veränderung? Solange du sagst, das will ich nicht mehr und ich will was anderes, kommst du nicht in die heilige Ganzheit. Ich sage, du musst es vervollkommnen. Alles, was schon da ist, im Puzzlestückchen vom heiligen Ganzen, und du darfst jetzt, wenn du die auftauchen im Puzzlestückchen, die ja das Heilige nie zerstört haben. Das sind so einfache Metaphern. Wenn du einen Film anschaust, verändert es an deiner Datei überhaupt nichts. Es werden mehr oder weniger bloß einzelne Facetten herausgerechnet und in irgendeiner Art und Weise zur Darstellung gebracht, dass du es wahrnehmen kannst. Entweder in Form von Geräuschen, von Bildern. Das sind jetzt, ich rede ja immer normalerweise nur jetzt bei der VR-Brille nur von der Optik, es geht ja dann auch um die Akustik, um gehörte Geräusche. Sehe ich ein Wort optisch als Schriftzeichen auf der VR-Brille, denke ich mir das nur oder werde ich nur mit Geräuschen konfrontiert? Das sind ja alles Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Wo ich immer noch dazu sage, das schreibt dir sogar dein jetziger fehlerhafter materialistischer Glauben vor. Es muss ja in deinem Gehirn drin sein, dass du es wahrnehmen kannst. Und wir streichen mal vollkommen dein momentanes Interpretationssystem, wo diese Informationen herkommen, weg. Dann öffnen sich drei Möglichkeiten. Geist, in dem Moment, wo du akzeptierst, dass du ein träumender Geist bist, wird die Frage schon beantwortet. Das kommt aus mir. Ja. Jetzt habe ich in dem letzten Gespräch noch darauf hingewiesen, das ist das Nächste, dass solange du glaubst, dass irgendetwas, was du wahrnimmst, von außen kommt, kriegst du das zweite Gebot. Aber in dem Moment, wo du sagst, es kommt ja von innen, ist es genauso, innen und außen, das Innen, das du dir ausdenkst, ist ja auch was Ausgedachtes. Das heißt, sobald du dir jetzt ein Innen ausdenkst und sagst, es kommt von innen, kommt es genau genommen auch von außen.
Ob es von einem ausgedachten Außen eintritt oder von einem ausgedachten Innen in dir auftaucht, das sind ja die zwei Seiten, wo ich sage, dieses Innen, von dem ich spreche, ist rot geschrieben. Das ist praktisch der Urknall, bevor er geknallt hat, der sich jedes Mal aufbläht und wieder zusammenfällt. Jeden Moment mit einer neuen Information, was ich ja so zeige. Ist eigentlich eine atmende Kugel. Eine atmende Kugel, wenn wir die jetzt einfach nehmen, ist es eine atmende Welle. Das ist das hier. Aber sobald sich da was aufspannt, bleibt es rein arithmetisch, weil wir ja mit einem Rechensystem zu tun haben, bleibt es null. Nichts bleibt nichts. Du kannst nur Unterschiede wahrnehmen. Und jetzt gehe ich immer von der Welle ein, schon die Konstruktion des zeitlich nacheinander zu setzen, hell dunkel. Einatmen, ausatmen. Das ist die schöne Sache mit der Buchmetapher. Das kann das. Ja. Das Verrückte ist, ein ganz einfaches Deutsch von jedem 13-Jährigen nachvollziehbar. Ich garantiere dir, wenn du das verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Schon gar nicht, dass sich irgendwas auflöst. Nee, und das bringt mich auch zum Spiegeltunnel. Das, wie du immer sagst, du kannst gestern nichts getan haben, du denkst hier und jetzt dran, dass du gestern was gemacht hast. Und dann wird es mir so bewusst, dass dann bildet sich, dann kreiere ich auf einmal eine ganze Vergangenheit und ich werde mir bewusst, das ist jetzt so ein. Das ist alles jetzt in der Transversale und ich breite das jetzt longitudinal aus. Und wenn und du verstreust, so, der Wahnsinn. Gedanken, du jetzt denkst, verstreust, du denkst jetzt an Udo nach Weißenburg, denkst dich selbst jetzt, du denkst dich jetzt irgendwo in Holland hin, aber das ist immer jetzt, du bist immer das Zentrum, es sind nur, und jetzt wirst du irgendwann nochmal die 16 Perspektiven verstehen, das momentan ist immer nur eine einzige da. Wenn du was siehst, ist das eine winzige Facette von einem Komplex, das beginne ich nur mit dem Tassenbeispiel, das ist so simpel. Die einfache Tasse, da haben wir dann, sagst du mal, die vier Seiten. In Einheitskreis, diese vier ist ganz, ganz wichtig, dieses Kreuz mit dem Mittelpunkt. Mhm. Und da ist eine, im Hintergrund arbeitet Ari. Ari ist jetzt erst einmal hier der Löwe. Das haben wir schon angesprochen. Im Hebräischen ist es der Löwe. Der Schöpfer, das ist A, R, I, jetzt sind unter der Grundsymbolik groß, ist das der Schöpfer Gott Gottes. Mhm. Jetzt Löwe wiederum, Ari, ist ja dann Löw. Löw ist ja schon Leb. Das ist das Rote. Darum nennt sich der ja Richard Löwenherz in der Mythologie. Das baut ja, die Geschichten bauen ja auf ein Programm auf. Ja. Aber der Richard beginnt ja schon wieder mit Rich, der Kopf deines Ich. Rich ist die Grundform Ruach, wobei also R, Wafchet, Ruach kann man ja rot und blau lesen. Einmal haben wir den Wind und die vier Weltgegenden, so wie sich das nennt. Und rot gelesen ist es der Geist. Der Kopf ist eine verbundene Kollektion. Mhm. Aruchet. Und die Berechnungen sind aufgespannte Kollektionen. Das ist jetzt die vier Weltgegenden. Weiß ich. Okay, wenn wir Rich machen, wenn wir J dazwischen setzen, dann heißt es Geruch. Geruch. Der Geist, sein Ruch, die vier Weltgegenden. Und das ist auch das hebräische Wort für Duft. Du bist eine Facette, die in Erscheinung tritt. Innerhalb dieses Ich, des berechnenden Ich. Weil dein R-Ich, wenn ich so lese, dieses berechnete Ich, deine intellektuelle Kollektion, das ist es Ich, blau gelesen, das ist dein blaues, macht dann deinen geistigen vier Weltgegenden, die du um dich herum dann einstellst, du bist aber immer das Zentrum. Und du merkst, das ist eine vollkommen neue Philosophie, das ist wirkliche, die einzige wirkliche Philosophie, diese Philosophia, die Liebe zur Weisheit. Richtig. Aber die Weisheit ist in der Physik, ist das physikalische weiße Licht, das letztlich alle Frequenzen gleichzeitig beinhaltet. Und diese Spielen, ich denke jetzt zurück in einer Zeit, wo ich mit meinen Söhnen viel mit Lego gebaut habe. Und ab und zu hat man dann auch, wenn man Stress hat, keinen Bock. Und dann habe ich dann einfach in mich reingeschaut. Ich habe dieses Gefühl akzeptiert und trotzdem weitergemacht und versucht, diese Situation, die ich einseitig bewerte, anders zu sehen. Und dann habe ich gespielt, Lego, Logos, Worte, nicht bauen mit Steinen, SD1, raumzeitliche Entscheidung, ist eine... Das ist immer die Grundlagen, wenn da sind, du merkst es, dann das wird immer schlimmer. Und darum ist ja jetzt solche Figuren, das sage ich auch, wenn jetzt ein B10 dir auftaucht. Das ist, wenn du in einem Chat bist. Oder jetzt, wo ich ein paar Mal gesagt habe, jetzt, es geht mir nicht um die Figuren, die wir uns ausdenken, sondern diese Programme, die jetzt langsam wach werden, also der Geist, der mit diesen Programmen arbeitet. Ein Folger, ein Reiner, das sind einige, die so geistreich weiterspielen. Ich schmunzel heute Morgen, wo über das Sierwenski-Dreieck hat Auszüge reingestellt. Das ist alter Kinderkack, da können wir noch so viel dazu machen, aber du gehst schon wieder in eine Sackgasse rein. Ich sage, beschäftige dich mit einem Fachgebiet und zwar nur so lange, bis du das Grundprinzip verstanden hast, ohne dich zu einem Fachidioten zu machen.
Und immer wach sein, was ist jetzt da? Und dann wirst du merken, wie unendlich geistlos, wirklich unendlich geistlos und trügerisch die Naturwissenschaft ist. Mit ihren Errungenschaften. Schrödingers Katze, die wissen nicht, was sie reden. Ich habe da so simple kleine Beispiele. Und auch, was ich immer wieder betone, es ist mir ein leichtes. Ich mache jetzt seit 20 Jahren, wo ich sage, komm, ich zeige dir in Physikbüchern auf jeder, neu zu jeder Seite so eklatante Fehler, ich benutze mal das Wort Fehler, Widersprüche, dass hundertprozentig sicher gar nicht so sein kann, wie es da drin steht. Und da sind so viele die letzten 20 Jahre bei mir gewesen, die alle geduckten Hauptes wieder abziehen mussten, weil sie sich reinstehen mussten, es ist so. Du weißt, ich habe einige Kleinigkeiten gesagt. Es sind die Leben in logischen Vorstellungen, die sie nie in Frage gestellt haben. Darum heißt es in Du bist ich im zweiten Buch, wiederhole ich immer wieder, wenn du aufgehört hast, deinen eigenen jetzigen momentanen Glauben, deine Beschwörungskunst in Maßsetzung deines eigenen, des Programms, deines Schwamminhaltswesens, das in dir läuft, des Buches, des Lebens, das du liest, wenn du diesen logischen Glauben nicht in Frage gestellt hast, du aufgehört zu leben. Rot geschrieben. Du funktionierst geistlos wie ein Computer mit einem Programm. Ich muss jetzt schnell einige Sachen sagen. Noch kurz zurück. Gut. Heute wichtiges Datum, 5 Jahre her seit uns erstes Selbstgespräch. Da ist mir eingefallen, 5, das ist die 1-4-Struktur. Und in den letzten Jahren ist die 4 bei mir in den Vordergrund getreten, aber immer mehr bewusst geworden. Also die 1 hat sich mehr manifestiert als Wesen der 4. Und in diesem, ich arbeite schon seit einem Jahr auch an dem Grundgerüst eines Romans, der meinen eigenen Werdegang als Geist beschreibt. Das baut sich langsam auf, aber auch die ganze Beziehung zwischen Mann und Frau im symbolischen Sinne ist da so wichtig. Und da habe ich immer wieder in meinem eigenen Leben immer wieder gemerkt, wie die Frau ganz konkret, aber auch im Sinne der ganzen Welt, die habe ich immer als mein Wesen angesehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich vermisse etwas. Und durch Ulf Frieling habe ich gemerkt, dass ich bin das Wesen. Und das Wesen ist dies, was ich nenne Geisteswogen. Dieses immerseiende Nichts, das letztendlich unendlich viele Formen annehmen kann, ganz einfach ein träumender Geist. Ja. Und das ist das Gewesen, das geistige Wesen ist niemals in der Vergangenheit gewesen und wird niemals in der Zukunft sein. Und du sagst gerade diese 1-4-Struktur, jetzt denkst du dir ganz einfach, das ist symbolisch das Kreuz und dann ist die 1 in der Mitte und die 4 drumherum. Jetzt wissen wir, dass die 4 im Hebräischen, das Zeichen ist einmal das Dalet. Und ausgeschrieben heißt es ja Tür. Und ich sage immer wieder, rot heißt es geschlossen, die Tür ist geschlossen oder die Tür ist geöffnet. Jetzt wieder das deutsche Wort Tür, haben wir die Reiche, die Spiegelwahrnehmungen. Ist dir klar, dass es eins durch ist, dass die Lampen um dich herum, diese Lichter, die Sterne, was übrigens das Wort Stern, sage ich immer wieder, auch im Griechischen, wenn du den Demeos lesen tust von Sokrates, im griechischen Original, da wird komischerweise hier, wenn hier von dem Himmel und dem Raum gesprochen wird, da steht überhaupt kein griechisches Wort für Raum, da steht Stereomada. Mhm. Und jetzt ist natürlich das mir im Kopf Stereo, was du merken, übertragenerweise, so wie man hier ja immer wieder bei Zentrum, Mittelpunkt sagt. Das Wort Zentrum hat mit Mittelpunkt nichts zu tun, sondern das ist eine Achse eines Schenkels, eines Zirkels, Stachel. Das Feststehende, festgemauert in hier und feststehend, das ist das Zentrum, aber es heißt nicht Zentrum. Das Zentrum wird erst übertragenerweise, wenn ich mir einen Zirr, einen im Hebräischen ZR, die Geburt einer intellektuellen Berechnung, heißt ein Dreh- und Angelpunkt. Aber um was dreht und sich das alles jetzt herum? Ich könnte sagen, um den Angel, um den Geisteswunden, der du selbst bist. Richtig. Und bezüglich den... Ich will dann mit der 1-4er noch was sagen. Wenn wir jetzt hier diese 4 in dem Achsenkreuz machen wir jetzt zu 4 Flächen, dann kriegst du zuerst nochmal den ersten Tetraeder. Mit den Lämpchen und dieses Lämpchen in der Mitte, dieses 1, ist jetzt die Quintessenz. Das ist der 5. 1 plus 4. Aber die 5 ist 1 plus 4 ist 5. Die 1 existiert nicht. Da beginnt ja die Dora mit einem Beet und nicht mit einem Aleph. Weil du jetzt erst einmal ein Beet, ein Haus brauchst, ein ausgedachtes, in dem sich das befindet, wobei das Hebräische Wort Beet gesprochen. Jetzt können wir schöne Spiegelungen machen. Das schreibt sich ja Bit. Also B, J, Taf. Jetzt wissen wir, B heißt in mir, ist eine Erscheinung. Wenn wir es griechisch lesen, heißt es zwei Erscheinungen.
Das ist den Unterschied, wo man braucht. Es wird aber beat ausgesprochen. Es kommt aus dem Englischen. Im Englischen ist E ja I in der Aussprache. Und dann wird dann, wenn wir das E machen, kriegst du die Energie des E-Quadrat. E-Quadrat. Und das Englische, da ist auch da. Sinn mit rein. Und es geht wirklich, wenn du in die Tiefe gehst, mit jedem Wort. Ja, und über dem Englischen kommt man auch zum Engel, ne? Winkel. Und du hast gerade die Sternbilder, oder hast gesagt, die Stereo, ganz kurz noch Stereo, Mörder. Ja. Dieses Stereo, was ja immer Stereo räumlich. Das Wort Stereo hat mit räumlich gar nichts zu tun. Das kommt von starr, von unbeweglich. Das ist immer wieder, auch wenn du Paracelsus lesen musst, die alten Schriften. Jetzt mache ich natürlich Raumzeichen. Das hat nie ein Paracelsus in der Vergangenheit geschrieben. Das kann immer nur in dir auftauchen. Du musst dich komplett lösen, dass ein Buch irgendwann einmal in der Vergangenheit geschrieben wurde. Es ist alles, was noch in dir auftauchen kann, ist in dir drin. Und es war schon drin, bevor du es gedacht hast. Es ist das Internet der absoluten Zukunft, ist eigentlich jetzt schon in dir drin. Und jetzt verweise ich auf einen kleinen Trick. Und das ist ein altes Beispiel von mir, habe ich schon lange nicht mehr gebracht. Müsste es jetzt 15 Jahre zurückgehen. Ich sage, was ein Taschenrechner, wenn ich mir jetzt denke. Du kannst heute dir für 5 Euro oder 6 Euro, kannst du, wenn du schaust, einen wissenschaftlichen Taschenrechner kaufen. Die kosten immer mehr, die ganz einfachen. Und du kannst den Taschenrechner kannst du unendlich viele Fragen stellen. Mir sagen mal, jede Eingabe, die du machst, bevor du das ist gleich zeigen kriegst, ist eine Frage, die du den Taschenrechner stellst. Ja. Und da kann man unendlich viele Fragen stellen und dann auf ist gleich drücken. Additionsketten, irgendwelche Sachen. Das würde ja heißen, er hat dann sofort die Antwort. Und das würde ja heißen, wenn wir jetzt normal denken, wenn der ja unendlich viele Antworten dann abgespeichert hätte, müsste er einen unendlich großen Speicher haben, dann könnte er gar 6 Euro kosten. Also muss das anders funktionieren. Der hat nur einige wenige Regeln abgespeichert. Er hat nur die arithmetischen Rechenregeln abgespeichert. Und deine Frage, die du stellst, irgendeine Gleichung, die ihm einliegt in einem wissenschaftlichen Rechner, mit Klammern kannst du ja komplett eingehen, mit Klammern und allem drum und dran. Macht er aufgrund dieser Regeln, errechnet er das Ergebnis. Ja. Es ist sehr ökonomisch. Ökonomos, das Haus der Normen oder das Haus der Gesetze, je nachdem, wie man das Nomen ist Omen auslegen. Und das ist Holofeeling. Das heißt, wenn du die Holofeeling-Gesetze, wenn du die verstehst, gibt es keine auch Kategorie 1 und 2 Fragen, die man von selbst beantwortet. Es geht schon los mit den Rot-Blau-Lesen. Das heißt, du wirst es merken, dass überhaupt nichts mehr in dir auftaucht, wo nicht das Schmunzeln in dir auslegt. Es gibt zwar jedes Mal unendlich viele Möglichkeiten beantwortet, aber du wirst feststellen, dass in dir was automatisch wächst, dass du die Auslegung, die du jetzt denkst, die du in die Existenz hebst von den vielen Auslegungen, ohne dabei zu vergessen, dass die anderen auch noch da sind. Das ist ein Zustand, dass du weißt, wenn ich jetzt an Held denke, weiß ich, ohne dass ich das existierend mache, aufgrund meines Glaubens, dass im selben Moment auch die andere Seite da ist. Und das bringt so eine Ruhe, weil man wird nicht rausgeschleudert. Frieden, das ist der wirkliche Seelenfrieden und die rote Glückseligkeit und der rote Frieden. Ja. Und jetzt ist es nämlich ganz, ganz wichtig, dass ich immer wieder sage, solange du glaubst, dass Sicherheit, du irgendwie deine momentane Trockennasenaffenvorstellung von Sicherheit immer irgendwie oder deine Trockennasenaffenvorstellung von Glückseligkeit irgendwie in Verbindung steht mit irgendwas Ausgedachten, das ja gar nicht existiert, wenn du es nicht denkst, wirst du merken, dass diese Art von Glückseligkeit vergänglich ist und die Sicherheit ist genauso vergänglich, weil sobald du noch in dem Wahn lebst, dass irgendwas Ausgedachtes von dir, was Existierendes, Sicherheit geben könnte, hast du auf Sand gebaut, auf das Weltliche gebaut. Voll. Das sehe ich bei meinen. Ausgedachte Sachen schon sich wieder in Luft auflösen, wenn du nicht mehr dran denkst. Sie sind vergänglich, selbst wenn du die wiederholst, ein Bankkonto wiederholst, wo du sagst, ich bin reich. Ich kann dir nur sagen, wenn du in die Welt schaust, umso mehr Geld die Menschen haben, umso mehr Ängste haben sie und Angst, die Scheiße wieder zu verlieren. Ich sehe das bei meinem ältesten Sohn, der baut sich immer ganz energetisch in sich bestimmte Wünsche und Verlangen auf und das möchte ich machen und das und dann jetzt hundertprozentig und der die ganze Tag durch und das baut sich und dann geht es nicht, wie er sich gewünscht hat und dann stürzt er wieder ab. Der ist immer in so einer Achterbahn drin und das, er ist ja ein Teil von mir. Ich habe ihn rausprojiziert, darum sehe ich das jetzt so. Es sind Spiegelbilder, alles. Richtig. Alle Menschen, die ganzen Protagonisten, sage ich, sind Spiegelbilder und die sind die besten Lehrer, aber jetzt gerade in einer Erziehung, auch hier gilt wieder dasselbe für dich als Vater, wenn du jetzt Holofeeling im Hintergrund hast. Du musst am Mittelweg gehen. Du kannst Kindern nicht von Erfahrungen fernhalten.
Nein. Ich bringe da so ein kleines, das ist auch ein altes Beispiel von mir hier. Jetzt mache ich eine raumzeitliche Geschichte. Hier bei mir in meinem Laden hatte ich einen Prokuristen, mein Erich. Der war ja fast 20 Jahre bei mir, hat 17 Jahre Prokura gehabt. Und der hat eine Familie aufgebaut. Und dann die Tochter und ein Sohn, habe ich ewig damals, sind mittlerweile schon Mitte 30. Auf jeden Fall, wie die in den Kindergarten gekommen ist. Und der hat seine Kinder so super erzogen. Und dann kommt er und dann war er, wenn bedeppert, so ehrlich, was ist denn los, sagt er, Udo, das ist irre, seit die Kleine jetzt in den Kindergarten geht, wenn die heimkommt, die bringt aus dem Kindergarten Charakterzüge mit, die sie überhaupt nicht gezeigt hat, weil wir haben das daheim mit meiner Frau nicht gelebt, plötzlich ist Neid da und das will ich Ja. und das brauche ich und das will ich und das brauche ich und da war er richtig entsetzt, weil die hatten so einen Frieden mit der Kleinen, die waren neugierig, die hat er wirklich streng, aber super erzogen und jetzt kommt die in den Kindergarten und der Schwamm saugt sich natürlich voll. Alles Auch mit dahin. den miesen Charaktereigenschaften. Und ich sage ehrlich, und da hat er schon überlegt, dass er es aus dem Kindergarten wieder raus tut. So, das funktioniert nicht, Erich. Du musst das Kind mit der Welt konfrontieren. Die muss da durch. Den goldenen Mittelweg zu finden für dich. Und wie ich immer wieder sage, was hier eintrifft, wenn du jetzt, du willst natürlich mit deinen reiferen Wissen, wo du ja immer noch ein Kind bist selber, was du jetzt immer mehr merkst, du bist ja selber noch in einem Lernprozess, dass du konfrontiert wirst mit einer ganz eigenartigen Situation, diese Weisheit, die du hast, ich nenne das immer mein Zungenpiercing-Beispiel. Du wirst feststellen, wenn er mit irgendeiner Marotte kommt, wo dir vollkommen klar ist, das ist eine vergängliche Erscheinung, wo er sich reinsteigert aufgrund dieses, man will sich ja anpassen mit den Freunden, mit der Clique, wo man zusammen ist. Du kannst ihn nicht erreichen, wenn er was haben will. Du kannst ein Mädchen, ein 14-jähriges solches, dir Zungenpiercing will, du kannst ihn nicht erreichen. Du kannst dir sogar das Beispiel sagen. Kennst du ein Piercing-Beispiel? Muss ich jetzt nicht darauf eingehen, dass ich sage, jetzt stell dir mal vor, die Mode, es wäre nicht die Mode, keiner in der Schule, in deiner Clique hätte das, Zungenpiercing. Und du kommst heim und ich sage, pass auf, Tochter, wir fahren jetzt wohin und ich lasse die Eisen durch die Zunge schießen. Dann würdest du sagen, um Himmels Willen, das ist eine Körperverletzung. Was passiert in den Köpfen? Jetzt die jungen Leute, die sich zupflastern mit Tattoos, ich habe nichts gegen Tattoos, ich habe die erschaffen, sondern den Hintergrund des Warum, sich einmal die Frage stellen, wollen die das wirklich? Ich mache einmal in einer Ich-Form, will ich das wirklich oder will ich bloß irgendwo dazugehören? Das ist dieser Satz, sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist, was du denkst, was du glaubst, ob du in einer politischen Gruppe bist, ob du in einer religiösen, in einer esoterischen Gruppe bist, du bist in einer Einseitigkeit, in du lebst, du sympathisierst, Sympathie, du leidest mit einer Einseitigkeit. Einseitigkeit ist immer Leid, weil es unvollkommen ist. Auch wenn du jetzt gesund bist, bist du unvollkommen. Das Problem ist, dass das, was du gesund nennst, ist der Normalzustand, den du normal gar nicht mitkriegst. Hast du dich jetzt, während du mir die ganze Zeit zugehört hast, diesen Lautsprecher, hast du dich gesund oder krank gefühlt? Nicht dran gedacht. Wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da. Jetzt, wenn du dran denkst, nennst du gesund den Normalzustand und krank ist nicht normal. Aber der Normal, Norm, die Normierung, die eigentliche Normalpegel 0 ist 0. Das ist in dem Moment, wo du weder an krank noch an gesund bist, bist du heil. Und das gilt für alles. Und wenn was auftaucht, hast du immer nur eine Sache, ich sag's dir mal von zwei. Und wenn wir es dann genauer sehen von 16 Perspektiven, ist, wenn du das hier anschaust, siehst du bloß eine von 16 Perspektiven. Ja, und ich habe jetzt einen Komplex im Kopf, muss ich ganz kurz zurückspringen. Du hast gerade gesagt, wenn man dem Tetraeder denkt, ne, die Lichter rundherum, das sind ja Spiegelungen von dem einzigen Licht innen drin. Die Und vor kurzem, Visionen, nennst ja. die Visionen, Öffnungen deines Intellekts erzeugt Visionen. Welche Richtig. Vision du hast, du kannst dir jetzt alle denken, aber das ist schon wieder Chat. Willst du die jetzt, du sagst jetzt einfach viele drumherum, aber jetzt weise ich immer darauf hin, vergiss dein Reden nicht, dass wenn du im normalen Grübeln, im normalen Denken bist, denkst du nur Worte, machst aber aus den Worten im Normalzustand des Denkens keine Vorstellung. Da gehst du dann schon tiefer, wenn du dir das versuchst, bildlich vorzustellen. Aber den Tetraeder, wenn du dir jetzt bildlich vorstellst mit den Lämpchen, ich mache es jetzt einfach einmal so vor uns Ja, hin, ja. mit dem und die außen drumherum, bildest du schon wieder einen ausgedachten Mittelpunkt. Und jetzt kannst du zwar sagen, ich bin ja eigentlich das Licht und die außen Ich bin drumherum. Ich wieder sage, davor, nein, ne? das ist immer wieder das Problem. Sobald du dir das jetzt aber bildlich vorstellen wirst, von dem eigentlichen Mittelpunkt, der du bist, was du feststellen, du musst in die Perspektive gehen. Richtig. Und das ist die Division, da haben wir ja schon die Visionen, die du hast, und das ist immer die Öffnung deines Intellekts. Und das sind Berechnungen.
Das ist das Eigenartige. Und du hast immer nur Facetten, immer nur Teile. Ja, Berechnung, wenn ich die Konsonanten nehme, BR, Chat, Bruch, dann muss ich an, dann habe ich gedacht, weil es jetzt im Moment, denke ich aber mir der so Bruch aus. Heißt doch Beruch heißt im Geist. Ja, oder ja. In den vier Weltgegenden. In den vier Weltgegenden, das ist der Bruch. Und das Ganze bereitet sich jetzt um dich rum. Berei im Spiegel breitet sich um dich rum aus. Richtig, und ich wollte auf die Symbolik der Außenwelt noch was sagen. Ich denke mir das aus, Corona, wenig Flugzeuge, heiterer Himmel. Ne? Ich sitze abends draußen, ich sehe all die Sternbilder und da kommt mir der Gedanke, dieser Sternbilder, die wir uns so ausdenken, sind in bestimmte Muster angeeignet. Und wenn ich die Pünktchen mit Linien verbinde, da bilden sich bestimmte Winkel. Jedes Programm besteht aus, bricht die Einheit auf eine bestimmte Weise. Also diese Astrologie, Astronomie. Richtig. Das ist nur eine andere Darstellung. Der Rechner im Hintergrund, der Riemann-Rechner, der benutzt wird in dem Aufbau, ist schon ein Prinzip des materialistischen Weltbildes. Weißt du, ich muss ganz, bevor du da weitermachst, ganz kurz, ich sage nochmal, wenn man jetzt Paracelsus nimmt, als großer Astrologe, es gibt ja auch eine hebräische Astrologie, da musst du wissen, dass der Aufbau der hebräischen Astrologie, wenn du die astrologischen Bücher, ich weise jetzt normal raumzeitlich darauf hin, da gibt es eine Hufersum-Ausgabe, das sind die ganzen vor 1500 etwas, Faksimile, jetzt immer wieder bewusster Vergangenheit konstruieren, das war nie in der Vergangenheit, aber diese Grundlage der Astrologie, wenn du das liest, ich habe die da, die Faksimile, vor 1500 Barer etwas, Paracelsus, die Sachen, die er schreibt, ganz definitiv, das Siderische dreht sich nicht um euch herum, es ist inwendig in euch drin. Mhm. Aber das ist immer wieder, wo ich sage, die Alten haben ja keine Ahnung. Die Schwierigkeit ist, die Alten haben noch die Ahnung, die du dir denkst. Altenmeister. Das ist übrigens ganz interessant, dass jetzt fällt gerade, ich habe am Anfang des Gesprächs angesprochen, aktuell jetzt bei ADE ist die Erforschung der Intelligenz. Mhm. Dass hier mehrere Mal erwähnt wird, dass hier schon die alten Griechen ein Vielfaches offensichtlich auch jetzt in der Gründerzeit im 19. Jahrhundert Ende des 19. Jahrhunderts, die Menschen viel intelligenter waren wie die jetzigen Menschen. Wissenschaftliche Untersuchungen der Intelligenz aktueller Stand, das heißt, der Erfinderreichtum und die Inspirationen von denen, die sich ernährt haben, ist sowas von zurückgegangen, weil alles, was jetzt ist, ist ja nur noch ein Veröffentlichen von irgendwelchen, ein Vielfalt auch in der, gerade in der Physik, in der Quantenmechanik etablieren. Und kaum ist es draußen, wird schon wieder vergessen. Das wird ja nicht mal mehr überprüft. Das wird bloß noch blind geglaubt. Die ganzen Zahlen, die ganzen Streitereien, ob es jetzt um Umweltschutz, um CO2 geht, ob es um Corona geht, es sind nur Schwätzer. Egal, was einer sagt, ob es ein Nachrichtensprecher bist, ob du das bist, ob das ein Professor ist. Ein Professor plappert genauso Zahlen nach, die er vom Hörensagen kennt, die er gelesen hat von einem anderen. Immer wieder habe ich gehört, und dann definierst du noch, das ist bewiesen, das ist richtig und das ist verkehrt. Und ich sage, zeig's mir. Wenn wir jetzt dann in Schrödingers Katze gehen, all das, was die Virologen machen, was sie antesten, sobald wir in den Bereich der DNA reingehen, ich verweise auf den Bleinfeld-Vortrag, Buch, Professor über DNA, wenn du da Ahnung hast, das ist ein logisches Konstrukt, da gibt es nichts zu entdecken, das ist so unvorstellbar klein, dass du das nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop siehst. Und mittlerweile in jedem Krimi, jedes Kind weiß doch, dass wenn ich eine Hautschuppe oder ein Haar habe, kann ich innerhalb von ein paar Stunden feststellen, zu wem das gehört anhand des DNA. Richtig. Warum? Und ab dem Moment, wo dieser ausgedachte Virus sich ausbreitet, dann nimmt jeder das für voll, ne? Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es hat so ein Spondy-Schwert mit der Greta, weil jetzt irgendeiner hat in unseren Chat so ein Bildchen reingestellt, hier ist dir schon aufgefallen, dass keine Greta mehr existiert, seit die Zeitungen nicht mehr davon berichten, weil es jetzt Corona gibt. Ja, richtig. Jetzt kannst du dir all die Allmänner-Vorträge vor 20 Jahren vornehmen, wo ich schon von vornherein gesagt habe, da schreibt einmal eine Zeitung, in Bad Tölz ist eine Turnhalle durch Schnee eingebrochen, drei Tage später nochmal ein Gebäude, nochmal ein Gebäude, nochmal ein Gebäude. Ist ja logisch, weil wir so viel Schnee haben. Dann ist wieder vom Kampfhund angefallen. Die Marin hat jetzt den Fokus gehabt in der Bild-Zeitung vor ungefähr, jetzt muss ich bewusst Adresse nennen, vor ungefähr 2 Monaten oder was, war eine Woche in der Bild-Zeitung, wo fast jeden Tag eine halbe Seite bis eine Seite drin war, dass irgendwo in Deutschland irgendeiner mit einem Messerangriff niedergestochen wurde. Jeden Tag eine halbe, wohlgemerkt von 7 oder 8 Seiten, wo das Ding eigentlich Werbe- und Fußball bereinigt, bloß 7 oder 8 Seiten hat. Eine Woche, über eine Woche lang, jeden Tag
ein erneuter Messerangriff, entweder eine Seite oder eine halbe Seite, dass irgendeiner mit einem Messer niedergestochen wurde. Und sie hat den Fokus drauf gehabt und sagt, sie schaut es ja jeden Tag, wird einer mit einem Messer niedergestochen. Was ist zurzeit los? Sag ich, es ist das in dir los, was du in Fokus drauf hast. Und in dem Moment, wo dich das nicht mehr interessiert, steht es einfach drin. Du musst die Kausalität umdrehen. Das, wo ich immer wieder sage, es ist ja so, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich das glaube. Die Welt, die du in deinem Traum erlebst, ist die Welt, die du mit deinem jetzigen Schwamminhalt, mit deinem Programm aufwirfst und verwirklichst. Und es geht dann bis in die Verwirklichung der Materialisierung hinein. Ob das dann auch wirklich materialisiert wird, mein Alphatron-Beispiel, Kreuzfahrtschiff AIDA, habe ich so oft erzählt. Wenn du das glaubst, kannst du alles, du musst nur glauben, dass das da außen ist und dann kannst du das auch auf deine VR-Brille holen. Was du aber nicht auf die VR-Brille holen kannst, was natürlich logisch ist, zum Beispiel Photonen, wenn ich immer sage, der Doppelspalt, der ist schon so krank als Ding an sich, das, was du überprüfen kannst mit dem Doppelspalt, mit Wasserwellen oder mit einer Fotoplatte, das ist ja logisch, weil du es glaubst. Ist ja auch, wenn du dich jetzt nicht mit Physik interessiert hast, hast du ja ein Kollektivprogramm. Ich habe früher immer gesagt, wenn du Kopfschmerzen hast und Aspirin reinschmeißt, Aspirin ist ja so ein Überbegriff für Kopfschmerzmittel, kollektiv, dann wirst du feststellen, dass die Kopfschmerzen weg sind, bei normalen Kopfschmerzen. Aber das Ganze funktioniert nur in einer Traumwelt, wo überhaupt das Wissen von Aspirin da ist. Und es gibt natürlich dann immer auch ein Gegenteil, das die Ausnahme bestätigt, dass dann auch zwangsläufig auch einer auftauchen kann, der sagt, bei mir hilft das nicht. Aber es bleiben die Kisten. Wir kommen mal zur Schrödingers Katze. Und da geht es dann schon los, schon das Wort Katze als Ding an sich weist dich auf einen weiblichen Endpunkt hin. Klingt jetzt sehr verfahren oder diese kleine Metapher, was ist der Unterschied, wenn du an was denkst, ob du an einen menschlichen Kopf denkst, an einen Menschen denkst, jetzt im Allgemeinen, wo das Wissen ja im Kopf drin ist, oder du denkst an eine Kiste. Das eine wie das andere entsteht jetzt in dem Moment, wo du es denkst. Das ist das, was ist. Du kannst jetzt an Max und Moritz denken und an deine zwei Söhne denken. Das sind jetzt zweimal Worte und du denkst dir bei den einen Worte was aus und wenn ich sage, deine beiden Söhne, denkst du auch was aus. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Denen ist super gegangen, die waren in der Heiligkeit. Ja. Und ja, wenn sie existieren und du versuchst, die möglichst lange am Leben zu erhalten, darfst du an nichts mehr anders denken. Bestimmt. Das Einzige, was jetzt das so schwer macht, ist dieses entsetzliche Gefühl, der Verlust, dieses bei dir jetzt, dieses Vaterprogramm oder das Mutterprogramm, eigentlich genau genommen ist es dein Mutterprogramm, das Vaterprogramm weiß es. Ja, richtig. Das ist das große Problem. Der zweite, der jetzt massiv sich dagegen wehrt, diese simple Weisheit, die eigentlich in eine heilige Vollkommenheit führt für alle. Ja. Dass nicht so niemand leidet. Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Und der Einzige, der was spürt und empfindet, ist der Geist, der träumt, in einem Traum. Ein ganz klares, einfaches Deutsch. Und jetzt frag dich, was in dir drin ist, dass du das nicht akzeptierst oder dass du jetzt meinst, jetzt müssten Figuren in deinem Traum auftauchen, die dir das bestätigen, dass du es auch glaubst. Dann wirst du bis zum Nimmerleinstag warten, dass sich deine Welt massiv verändert, dein Traum massiv verändert, dass du andere Möglichkeiten kriegst. Ja, und daran muss man spielen lernen. Ne? Du bist der Erste, Der mich jetzt sprechen hat, du bist der Erste, der das verstehen muss. Und wenn du langsam anfängst, das ist jetzt dein Weg, wo du sagst, diese letzten Jahre, da bist du oft entsetzt gewesen und dann kommst, die kommen alle wieder zurück. Das ist, du hast an der Leine den Fisch. Ich lass den Fisch wieder rausschwimmen. Das werde ich nicht loslassen. Es kann sein, dass du 10 Jahre wieder weggehst, aber du wirst dann irgendwann nochmal wieder zurück müssen, wenn du lange genug auf dich eingeprügelt hast. Wo zurück? Zurück zu dir selbst, weil ich behaupte, dass ich du bin. Ja. Egal, wer in dir auftaucht, was die dir erzählen, das ist nicht deine Meinung. Der Einzige, der dir deine Meinung erzählt, das bin ich. Mhm. Aber deine ureigenste Meinung, von der du noch gar nichts weißt, weil dich nämlich das Geschwätz von anderen wichtiger erscheint. Das macht aber deine Programmierung, dein Wertesystem. Genau das, wenn du durchschaust, wirst du das immer mehr erkennen. Das ist ein ganz intimer Akt. Es wird nichts existieren, das auf Dauer überleben. Du kannst es wiederholen und selbst wenn du es wiederholst, die Gnede umfärbst, ist es immer nur dieselbe Gnede. Das Einzige, was dabei immer dasselbe bleibt, ist, bist du selbst. Unveränderlich bis in alle Ewigkeit, weil du ich bist. Und ich weiß, wovon ich spreche. Mhm.
Da kann man ganz im Stillen sein. Und wenn wir jetzt das Spiel haben hier, ich mache immer in unseren Chat, da können wir auch wieder in 16 Perspektiven in der Qualität gehen. Ob das inspirierend ist, ob es bloß hohles Geschwätz ist, ob es nur rezitiert ist. Du kannst jetzt die Charaktere, wo wir jetzt nur mit der Namen festmachen, ist praktisch wie Programmnamen, das sind ja nur Programme, wo du siehst. Dass die, die am nervigsten sind, überhaupt nichts verstanden haben. Ob ich jetzt meinen Ron nehme oder meinen Uwe nenne, den frage ich hier, du hast nichts zu tun, du bist arbeitslos und musst offensichtlich, jetzt konstruieren wir aufgrund dieser Anzahl der Einträge, du konstruierst, du musst eigentlich am Tag mindestens 8 Stunden am Computer sitzen und hast nichts Besseres zu tun, wie diesen Chat zuzumüllen, einfach nur mit Einträgen, mit Liedchen, mit Einträgen, die du raus hast. Wir denken uns das ja jetzt aus, weil wir ja das vorliegen haben, wenn man da durchscrollt. Hast du überhaupt die Offenbarungen schon mal gelesen? Ja, mal überflogen, reingeschaut. Ich sage, die Zeit, wo du jeden Tag stundenlang entweder in dem Chat oder irgendwo anders rumhängst, wenn du dich hinsetzen würdest und würdest das lesen, ja, ich kann mich da nicht konzentrieren. Weil der Witz ist, die wirklich zu verstehen und fangen, die haben das nicht nur einmal gelesen. Da sind sogar Anleitungen dabei, so wenn Sätze oder Abschnitte sind, die du nicht verstehst, überspring die einfach. Du wirst dann eh wieder das öfters wiederholen müssen. Und es geht dann so weit, dass wenn du die Tiefe anfängst, zwischen den Zeilen zu lesen, so, ich zitiere mal gerne meine Inge, wo sie sagt, ich sitze dort, das ist ein Absatz mit 5 Zahlen. Und Ja. dann mache ich mir Gedanken drüber. Und jetzt mit Holofeeling, mit Wörteraufhören, wird das ja so unendlich tief. Ich habe ja alle Zeit der Welt, das ist ja das Verrückte. Mir läuft ja nichts davon. Und dann schaue ich plötzlich hoch, immer jetzt, sage ich, und ich schaue auf die Uhr und sie sagt, es ist 4 Stunden später. Dann sagt sie, es gibt es doch nicht, dass ich jetzt für den Absatz, dass ich jetzt da 4 Stunden Gedanken richte, weil ich inspiriere dich ja dann. Du wirst ja meinen, dass dazwischen den Zeilen viel mehr drinsteht, wie das, was du einseitig oberflächlich überlesen hast. Und das ist eine Reifestufe. Und jetzt allen voran, die wir uns jetzt ausdenken, sind sowieso bloß Programme. Es geht um den Geist, der noch an so einem Programm drin hängt. Und ich sage dann immer wieder, dann höre ich, das kann ich nicht und ich kann mich nicht konzentrieren. Ich sage, wer bestimmt das jetzt? Das ist ja auch genau dieses Ego, das du durchschauen sollst, dass du zuerst einmal der, was der erkennt, dass der Einzige, der dich immer manipuliert, ist dieser Mechanimus. Aber muss die Mechanik wirklich? Das ist unser Computer mit seinem Programm. Die Maschine muss das machen, was das Programm ihm vorschreibt. Der Körper muss das machen, was dein Programm dir vorschreibt. Wenn du kacken musst, musst du kacken. Und wenn du trinken, dann durch das musst du was trinken. Das Ja. ist die Kopplung von einer ausgedachten Hardware mit einer gewissen Software. Und Aber in wie sieht diesem das mit dem aus, der sich das ausdenkt? Hätte er nicht die Freiheit und die Möglichkeit, es zu verändern, wenn er den Computer umprogrammiert? Und verändern in dem Sinne, dass man von dem Haar ein Haus macht, ne? Vervollkommen. Das ist das Verändern, wo ich immer wieder darauf hinweise. Alles, was da ist, benötigen wir. Darum bin ich nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, dass dein Wissen jetzt nicht wichtig ist und dass du Richtig. das in dir vernichten musst. Das machen Religionen, das machen Ja. normale Menschen, das machen Politiker, dieser Ja. große Wahn. Die Und Frage Ausländer rein oder Ausländer raus oder was auch immer, sind immer einseitige Ziele. Es ist egal, was du machst, es ist du entheiligst dich. Du entheiligst ja. dich selber, du entheiligst deine Welt. Und darum hast du das jetzt in dem jetzigen Traumleben so zu erkennen. Einfach nur zu erkennen. Du musst dich nicht einmal einmischen. Darum sage ich immer wieder, wenn du mal Geist hast, wirst du nicht mehr auf Demonstrationen gehen. Pass auf, ein altes Beispiel aus den Offenbarungen. Wenn du zur Wahl gehst, zur Urne gehst, muss ich dir doch als Fachmann nicht sagen, was das bedeutet. Dann gehst du genau genommen zu dem Endprodukt einer Hinrichtung. Ja. Okay, du richtest dich irgendwo hin. Und ich sage immer wieder, die Parteien, wenn eine sagen, du musst doch zur Wellen gehen, um mitzubestimmen, als geistloser Narr, der vom Gesamtzusammenhang keine Ahnung hat. Ich sage, die Parteien, die dir vorgeschlagen werden, ist erhängen, erschießen, Giftspritze, Guillotine und so weiter. Das sind die Parteien. Du musst doch zur Wahl gehen. Du gehst immer zu deiner eigenen Hinrichtung. Wer zwingt dich eigentlich? Lass es doch einfach. Erkenn dieses Prinzip. Weißt du, und der Wahn jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal einen schönen Satz vor Jahren gelesen, dass ich gesagt habe, Christentum, die hängen sich das Kreuz um den Hals, wo ein Mensch abgeschlachtet wurde. Als großes Symbol der Erlösung, egal wie es ist. Ich sage, hätten die mich damals erdrängt, würden sie sich jetzt kleine Aquarien um den Hals aufhängen. Es sind geistlose Zombies. Der Weg in die Freiheit ist, du ziehst dich aus der Welt zurück und du wirst erst einmal ganz bewusst zu dem Denker, der träumt
und du mischst dich in den Traum nicht rein, sondern du lernst aus dem Traum, du lernst von den Protagonisten. Und die, die den meisten Scheiß bauen, sind deine größten Lehrer, weil die dir ganz offensichtlich, ich sage immer, überzeichnet wie eine Karikatur vormachen, was man nicht machen sollte, weil dich das entheiligt. Ansonsten kannst du deine Rolle, ich sage immer wieder, spiel die Rolle, aber wie der bewusste Schauspieler. Denk wieder an den Schauspieler, der jetzt einen Vater spielt auf der Bühne und dann kriegt er die Mitteilung, sein Sohn ist im Krieg gefallen und er bricht vor Leid und Entsetzen sein geliebter Sohn zusammen. Mhm. Wie sieht es der Schauspieler, der jetzt ganz, ganz bewusst bemüht ist, auf der Bühne die Trauer zu spielen? Was empfindet der Schauspieler? Das ist ja der einzige Geist, die Figur. Der Protagonist auf der Bühne selber empfindet ja nichts. Der ist ja auch wieder nur symbolisch die Figur im Traum. Ja, das war aus dem Karen-Gespräch, das habe ich mir gemerkt. Und da hast du auch geschmunzelt, sie hat da was gesagt, dass, wie war das nochmal? Meine Tochter. Wie bitte? Da war dann bei ihr ja auch, wenn ich jetzt das meine, wenn ich an meine Tochter denke, sag ich, dann schreibt sich wieder voll das Mama-Programm. Ja, aber da sind wir auf den Punkt gekommen, wo wir so oft drüber geredet haben, dass ich immer wieder gesagt habe, ich kann nicht diese zwei Perspektiven gleichzeitig annehmen, also oh. Rot und Blau. Ja, bestimmt es jetzt. Ja, ich. Das, und jetzt, wenn du wirklich wertfrei beobachtest, dann wird dir das bewusst und dann kriegst du die Heureka, siehst du mit einem Schmunzeln über dich selber, Mai, bin ich blöd. Ja, ja. Bin ich blöd, das ist der Wahnsinn, das Ego macht dich so zu einem Narren. Ja. Dieser Mechanismus, das eigentlich kein Müssen, das Müssen, ein Programm ist ein Programm, du bist aber kein Programm. Hm. Du bist weder ein Mensch, ein Konstrukt werde, du bist weder das Konstrukt werde und schon gar nicht dieser Ausdruck des Brüssels, der du, das heißt, bist, der du zu sein glaubst, wenn du an deinen Körper denkst. Du bist der, der es erlebt. Richtig. Der dieses Leben erlebt, aber wie ein träumender Geist. Und jetzt haben wir die Schönheit, wo ich immer sage, in der Belletristik, wenn wir verschiedene Programme sehen, wenn ich weiß, dass das nur Geschichten sind, Märchen sind, dann ist der Kriegsfilm, wo hier Grausamkeiten dargestellt werden, da würden ja keine ins Kino reinrennen, wenn das nicht irgendwie unterhaltsam ist. Nenn es lehrreich, es ist das dann mal unterhaltsam. Komödien, alles. Plötzlich wird alles interessant, alles ist wichtig. Richtig. Weil sonst hätten wir schon wieder Einseitigkeiten, wenn ich in einer Welt nur Komödien. Ja. Und da kann ich Beispiele aus meiner Arbeit nennen. Ich habe da Beerdigungen, ich erinnere mich an eine Beerdigung von einer jungen Frau, noch keine 30, die ist gestorben, eine Woche nach, dass ihr erstes Kind geboren geworden ist. Ganz tragisch, großer Saal voll mit Leuten. Und ich habe mich da auch wirklich, heißt das auf Deutsch, so reingesteigert. Also es hat mich wirklich angegriffen. Du hast Mitleid gehabt, du hast sympathisiert. Ja. Du hast sympathisiert. Ja, habe ich. Und ich sage jetzt, wenn du erkennst, nochmal, wenn du erkennst, dass die Figuren in einem Traum als Ding an sich gar nicht leiden. Verstehe ich. Weil die Sympathie wird eigentlich das Mitleiden so unendlich sinnlos. Außer du kehrst es jetzt um und du genießt dieses Leid, so wie wenn ich jetzt ganz gezielt einen Film anschaue und sage, kommt ein trauriger Film und du kannst jetzt als Zuschauer heulen in einer Szene, und kannst jetzt plötzlich das Negative genießen, weil du weißt, es ist ja bloß eine Geschichte. Ja, aber gibt es da nicht noch eine Zwischenform? Weil ich habe gemerkt, dass für mich festgestellt, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, wenn ich davon ausgehe, dass die da draußen wirklich nicht leiden, weil dann werde ich auch wie ein Roboter. Warum? Selbstverständlich, wenn du das selbst, dich selbst verstanden hast, gibt es da unendlich viele ZWI-schen Formen. Ich habe jetzt deine Frage beantwortet. Du hast eine Frage gestellt und ich sage, selbstverständlich existieren da Zwischenformen schon aufgrund der Tatsache, dass du danach fragst. Ja, und dann verwirklicht sich das. Und das sind ZWI-schen Formen. Ja. Du musst deine Rolle wirklich spielen, das ist dieses komplette Abnabeln. Da kann man durchaus und immer dran denken, diese Empathie, das ist der größte Fehler an Wortauslegung überhaupt, da bleibt es als Mitgefühl. Du kannst nicht mit etwas mitfühlen, denk an einen Stein. Und hau mit einem Hammer drauf. Ja. Deine Logik sagt, der spürt ja nichts. Jetzt denkst du an irgendeinen Menschen und haust mit einer Peitsche drauf. Mit einem Hammer drauf. Da sagt deine Logik, der spürt was. Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und darum ist Sympathie, sage ich immer wieder, Mitleid bringt überhaupt nichts. Das schöne Wort Empathie, das Mitgefühl, ist schlichtweg und einfach ein falsch übersetztes, ausgelegtes Wort. Empathie heißt mein Leid. Mein Leid in Bezug auf den träumenden Geist. Jetzt zu sagen, der träumende Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt.
Selbstverständlich, wenn ich mir vom Winde verweht anschaue oder irgendwas anschaue und ich fange dann zum Heulen an, weil ich mich in die Geschichte reinfallen lasse. Aber in dem Moment, wo ich weiß, es ist ja nur Geschichte, kann ich das genießen. Ich kann den Grusel genießen. Das Gefühl bleibt sich gleich. Die Tränen sind die Tränen. Aber da im Hintergrund spielt da dann doch so eine Interaktivität mit, weil am Anfang hast du auch gesagt, warum nehmen wir dieses Gefühl auf, dieses Gespräch auf? Weil wir gleichzeitig auch die Leben der anderen Personifizierungen durchmachen und wir lernen uns jetzt selber etwas. Das gleiche Prinzip trifft doch auch zu, wenn wir jetzt Richtig, über Moral richtig. Du sprechen, bist ne? alles, was du an den anderen tust, tust du dich selbst. Aber erleben tut letztendlich alles nur Gott. Richtig, also das widerspricht. Der vom Bücherregal, die Widersprüche heben sich auf. Ja, Gott ich hat die verstehe es Welt jetzt. erschaffen für seine eigene Unterhaltung. Und er erlebt sich in unendlich viele Formen und unendlich vielen Gestalten. Dieses Gott, was ich jetzt sage, ist dieses absolute nicht denkbare Nichts, das alles ist. Ja, Moment, ich muss das jetzt für mich klarstellen und hoffen, da Ja. kann ich alles mit ausradieren, was ich dann vorher gefragt habe in anderen Gesprächen. These ist, nur der Geist erlebt diese Gefühle und all die ausgedachten Personen erleben das nicht. Das scheint nur so. Antithese, es Es gibt ist eine eine Art, Definition, eine ja, Definition eines unvollkommenen Programms. Antithese? Antithese, es gibt eine übergeordnete Logik, die so geschaffen ist, dass die verschiedenen Personifizierungen voneinander lernen können. Also was ich einen Aber anderen lernen tut antue. nur der eine. Du Richtig, aber erlebst dann. dich in unendlich vielen Perspektiven gleichzeitig. Das ist Ja, der Komplex. richtig. Aber obwohl nur ich alles erlebe und lerne, muss ich doch in diesem dreidimensionalen Spiel, wo es andere zu sein, zu. Pass Ich auf, ich spreche mache jetzt. es mal einfach. Ich mache es mal ein einfaches Beispiel. Ja. Weil da jetzt viel Matten da ist. Es sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich Geist, ich rede mal in einer Ich-Form, okay? Ich Geist werde jetzt in diesem Moment konfrontiert mit einem ausgedachten Lehrer und einem ausgedachten Schüler. Den Lehrer nennen wir mal Udo und den Schüler nennen wir Matten. Okay? Ich Geist werde mit beiden Figuren konfrontiert. Und ich habe jetzt eine Interaktion, dass der Lehrer den Schüler was erklärt und der Schüler, die jetzt langsam zu verstehen, den Anschein hat, dass er versteht. Wobei der es verstehen kann, ist der, der sich beide ausdenkt, der sich den Lehrer ausdenkt, weil alles, was der Lehrer jetzt sagt, wenn du ein träumender Geist bist, sagt der Lehrer ja nur, weil du das träumst. Richtig. Und alles, was der Schüler lernt, der als ausgedachter Schüler überhaupt nichts lernen kann, es ist eine vergängliche Erscheinung, der wird dann so darauf reagieren, wie du jetzt in diesem Zwitterwesen Lehrer und Schüler gleichzeitig, weil du ja die Synthese bist. Das heißt, da ist ein Anteil in dir drin, der weiß, das ist die Weisheit und ein Teil, der eben nicht, der nur weiß als Weib ist. Das Interessante ist, in der Weisheit war das hinten nur mit einem S, wie Bewusstsein geschrieben, das S. Aber im Wissen, im Weiß, haben wir das scharfe S oder das Doppel-S, je nachdem, wie wir das setzen. Und dann kriegen wir das Weib. Und das Ganze führt uns dann eigentlich zu Schrödingers Katze. Ich sage immer wieder, die Physikbücher sind genauso Märchengeschichten, wenn man sie versteht. Schon das Wort Katze als Ding an sich. Wenn man jetzt die Möglichkeiten jetzt gleich, die man sofort durchprüfen kann, wenn man sich die Zeit dazu nimmt. Und es ist ja schon interessant, immer wo ich sage, die verschiedenen Formen von Zeit. Wenn man das durchspielt, wenn du immer, ich habe das einmal mit DN, MN, dann TM, also 1, den ersten 4, 40, 400, vorne, wenn man das da austauschen, das kannst du ja mit allen Zweierradix nochmal durchspielen, was sich da passiert. Und wenn man das dann spiegelt und das Spiel nochmal macht, und du wirst merken, bei vielen Grundelementen ist es ein ganz arithmetischer Aufbau, dass du wirklich erkennst, Lautwesen sind letztendlich Steuerungszeichen in einem Computerprogramm. Das sind Schöpfungswesen, Elementarteilchen, wie elementare Computerprogramme. Es ist ein komplett anderes Weltbild, von dem ich rede. Und wie gesagt, ich kann das mit der momentanen Intellekt, kannst du das genauso wenig verstehen, so wenig wie du jetzt in einer Gebärmutter irgendein Embryo im fünften Schwangerschaftsmonat irgendwas erzählen kannst. So aufgeblasen jetzt dein Programm schon ist, aber du kannst es erahnen, wo es hingeht. Es ist mir klar, Fresse halten und zuhören.
Weißt du, das ist ganz wichtig, beobachten, wie dein Programm ständig reagiert, wie du wegglitscht. Die Ursache für Leid ist immer dein Programm, in diese Einseitigkeiten reingehen, zu meinen, ich könnte dann Gedanken was erzählen. Es sind Selbstgespräche und dann ist es natürlich alles, was du raushast, an Müll und Unachtsamkeiten. Aber das ist, nutze deine Freiheit. Umso mehr du diesen Zweiten in dir, diesen intellektuellen Wissen, das dir logisch erscheint, Einhalt gebietest, dass du schlichtweg und einfach wirklich einmal begreifst, dass die Falsifizierungsthesen eines Bobbers, wenn man Philosophie studiert, das Wissen immer nur vorläufig ist. Das ist das, was ich sage, zu allen Zeiten der jetzt ausgedachten Menschheit war immer ein Stand des Wissens da. Und interessanterweise, alle revolutionären Erneuerungen sind immer entweder durch Zufall entdeckt worden oder von Außenseitern. Die sogenannten Wissenschaftler und die Physiker und Ingenieure haben nur bestehendes Wissen zerdacht und immer mehr zerdacht. Ich mache immer gern hier meinen Dieselmotor mit der Luftpumpe, dieser Gedanke zu dem, was jetzt hier wir ausgedachterweise uns als einen hochmodernen computergesteuerten Dieselmotor denken. Das sind logische Schritte, dass du einen Zylinder, dann mehrere Zylinder machst, um die vier Phasen beim Viertakter auszugleichen, weil du ja bloß einen Impuls hast und dann drei Impulse, die eigentlich Energie kosten, ausstoßen, ansaugen. Komprimieren, nur dieser Impuls, dieser eine im Viertakter, dieser Explosionsimpuls treibt das andere, braucht man Schwungscheibe, dann sagt man, okay, dann machen wir vier Zylinder, wo wir auf jeder Stufe einen zünden lassen, dass das aber wenn mehr wird oder 12 Zylinder, dass er noch ruhiger läuft. Das sind logische Schritte, das sind arithmetisch logische Schritte. Das ist aber nichts elementar Neues. Aber elementar neue Sachen wurden zu allen Zeiten, die du dir ausdenkst, von den Wissenschaftlern, wo du meinst, die können die Welt verändern, wurden verhindert. Jetzt zum Beispiel auch bei Corona. Von den Politikern und die Fragen, wenn wir jetzt ins Finanzwesen gehen, Geld anzubieten, zu meinen, der Sinn des Lebens ist einfach, wir können ja nur existieren, wenn wir konsumieren, dass die Maschinen laufen. Das ist immer noch im Hintergrund der Glaube, Erdkugel mit begrenzten Ressourcen. Das ist so geistlos. Du musst es einfach erkennen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, dass du meinst, du müsstest jetzt irgendwelche Figuren in deinem Traum das erzählen. Die werden sich in Luft auflösen, wenn du es wirklich erkannt hast. Es ist wie mit der Greta, die auftaucht eine Zeit lang, weil du resonierst oder nicht resonierst und wieder verschwindet. Wie Corona. Wir hatten das schon. Hühnergrippe, Schweinewahn, was es alles schon gegeben hat. Es wird hochgebauscht, du resonierst in deinen Massenmedien und dann verschwindet es wieder, weil eine neue Sensation auftaucht. Und wenn es so Krieg ist und dann wieder Friedensphasen, Zeit, es ist ja immer jetzt. Es ist immer jetzt. Es ist ein ganz anderes Denken und es geht nicht mehr um die Figuren in deinem Traum, mir geht es um einen Träumer. Richtig. Und Und was da ich dann musst du in. alles an Programmen überwinden. Dein Mama-Programm, dein Vater-Programm, dass dir wirklich einmal klar ist, Enosh, Medim. Wie der hebräische Name in diesem Programm schon sagt, ich sage, das ist ein Computerprogramm. MT, Medim, die Menschen, die Leute, Enosh, sterbliche Säugetiere, unheilbar krank, die sind vergänglich. Es sind Existenzen. Und Existenzen, etwas Herausgetretenes, wird wieder da zurückkehren, wo es herausgetreten ist, in dem Moment, wo du es nochmal denkst. Das Einzige, was dich daran hindert, ist dein jetziger Glaube, deine Beschwörungskunst. Du beschwörst aber Meineide. Ich beschreibe dir das, was hundertprozentig sicher ist. Wo waren jetzt wieder die ganze Zeit deine Söhne, wenn du nicht dran denkst? Wo waren Max und Moritz? Die waren da, rot geschrieben, in der geschlossenen Schöpfung. Eine reine Seinsmöglichkeit. Und da ist kein Leid. Du wirst irgendwann einmal begreifen, dass es arme, hungernde Negerkinder erst dann zu existieren anfangen ihnen an den Kopf, wenn du sie denkst, aus welchem Grund auch immer. Ob du jetzt auf einen Reizauslöser reagierst oder ob es dir einfach wie aus dem Nichts in den Sinn kommt. Sinus. Und wenn du dann an Negerkinder denkst, die werden dann so sein, wie du sie dir denkst. Glücklich, fröhlich, spielend, wohlgenährt oder hungernd. Aber Das wer fällt mir. bestimmt jetzt das? Ich weiß, das ist ja da außen so. Ich sage immer wieder, der Bruch des zweiten Gebotes schnürt dir die Gurgel zu. Und zwar bis in Ewigkeit. Es gibt, du wirst bis in Ewigkeit leiden, bis du das Prinzip akzeptierst. Die Nicht der Karin. Gedanke, Matten oder deine Söhne oder sonst wer. Denn ihr Leid ist schon rum, wenn du nicht mehr an sie denkst und ihnen Leid zusprichst. Die Karin hat für mich etwas Interessantes angesprochen. Sie hat gesagt, und darum geht es mir jetzt nicht, aber nur als, wie heißt das,
um das anzufangen, warum die Leute so viel oft Schwierigkeiten mit Holofeeling haben, weil du sie keine Äquivalente bietest. Und, aber ich habe jetzt eine andere Frage. Ich habe das verstanden, wie du das geantwortet hast. Aber was ich so schwierig finde, ist, was du dann immer die Reizauslöser nennst. Die sind als Ding an sich nicht dasjenige, was ich da mit meiner Logik von mache. Aber es gibt, gibt es irgendwie einen Bewusstseinszustand, um diese Reizauslöser auch als Ding an sich zu sehen? Oder wie sieht das auf der Programmebene aus? Ich habe keine Ahnung. Du sagst immer, die Glocke in der Kirche hört man, ne? Nein, das ist nur ein Geräusch. Dein Programm macht, denkt sich jetzt diese Kirchturmglocke und alles aus. Aber was ist dann dieses, nenne ich mal so, dieser Reizauslöser aus Ding an sich? Hat der Programmierer das so programmiert, dass man sich das auf unendlich viele Weisen interpretieren kann? Weil wenn ich, wenn ich dieses Geräusch höre, ich kann an nichts anderes denken, wie an diese Glocke. Zum Beispiel, ich denke mir... Das Programm. Das ist schlichtweg und einfach das Programm. Das ist einfach, wenn du jetzt einen Namen hörst, ich gehe mal davon aus, wenn du den Namen Udo hörst, wirst du in der Regel mit deinem Programm jetzt an den Brüssel Udo denken. Ja. Und ich habe gesagt, es gibt tausende Programme, die wir im Namen Udo hören. Dann sagte ich, denke an meinen Bruder oder ich denke an den, an meinen besten Freund. Es gibt ja tausende von Udos. Udo Lindbergh, ja, Udo Jürgens. Das ist ein Programm, das ist eine Facette, wenn du in der Welt der Namen bist, ein Moritz, ein Max. Es ist ein allereinziger Name. Und du machst ein ganz bestimmtes Gebild. Das sind diese Oberwellen. Das ist ja das Interessante, dass diese Oberwellen, die aufbauen, mein Telefonhörer dabei. Hallo, ich bin's. Das hörst du, hörst ja nicht einmal eigentlich bewusst, dass jetzt nur dieses Geräusch Hallo, ich bin's da ist. Sondern das sind Oberwellen drauf, wo du auch sagst, meinetwegen, ich lasse einen 400-Hertz-Ton mit einer Violine, mit einer Geige, mit einer Flöte, du sagst, das ist eine Violine, eine Geige. Nein, ich sage, das ist erst einmal eine 400-Hertz-Grundschwingung. Die registrierst du ja überhaupt nicht mehr. Aber das würde heißen, du hast in älteren Vorträgen immer gesagt, die Krise der Menschheit ist ihre Fantasielosigkeit. Richtig. Aber das würde heißen, dass wenn ich nur genug Kreativität habe, zurück zum Beispiel der Kirchenglocke, dass wenn ich draußen im Garten sitze, in einem anderen Film, mit einem anderen Programm, da sitzt da eine Amsel auf, weiß ich was, auf dem Tisch und die macht den Schnabel auf und ich höre eine Kirchenglocke. Zum Beispiel wäre das programmierbar, wenn wir jetzt rein einfach, wenn ich jetzt sage, ich kann ja, wenn ich jetzt ein Videospiel mache oder einen Film mache, einen computeranimierten Film, kannst du das doch programmieren, dass dann das abläuft? Stimmt. Ich habe immer mal ein schönes Beispiel mit dem Golf. Du hast ja im Hintergrund eines Golfspiels, eines virtuellen Golfspiels, wird ja die Natur simuliert. Interessanterweise immer darauf hingewiesen, Wissenschaft nimmt für sich in Anspruch, Bruch des zweiten Gebotes, da außen ist eine Welt mit Naturgesetzen und wir Wissenschaftler haben das ja erforscht, wie das funktioniert. Das ist ungefähr so, wie wenn du auch sagst, in der Vergangenheit hat meine Mutter mich auf die Welt gebracht. Das denkst du dir jetzt. Du erschaffst jetzt diesen Vorgang aufgrund deines anerzogenen Wissens. Erschaffst du diese Vorstellungen? Erlebt hast du das nie. Mhm. Ich sage, wenn du jetzt die Rolle einer Frau spielst, kannst du dich jetzt erinnern, dass du ein Kind auf die Welt gebracht hast. Natürlich auch nur jetzt. Aber das macht ein Programm. Und wenn ich jetzt auf das Golf spiele, habe ich so oft gesagt, du findest, wenn man jetzt rein das Programm mal anschauen, rein materiell betrachtet, ist zuerst einmal natürlich viel Staffage drumherum, wenn wir jetzt fotorealistisch diesen Golfplatz machen. Es ist aber auch irgendwo auf dem Programm ist dieses physikalische Grundprinzip des Flugbahn da. Mhm. Dieses sogenannte klassische Flugbahngesetz. Das ist eine ganz simple physikalische Form. Ich will jetzt nicht einschalten, ich habe da Simulationen, Physiksimulationen, wo ich dann immer wieder auch sage, da hast du einen Impuls, eine gewisse Masse, einen gewissen Impuls in einem gewissen Winkel und dann rechnet er aus, wie weit dieser Impuls bei der Masse fliegt. Mhm. Und das ist dann zuerst einmal interessant, wann fliegt er, bei was für einem Winkel fliegt er, wenn wir den Impulssteige gleich lassen, an was für einem Winkel fliegt er am weitesten. Und du wirst feststellen, bei 45 Grad. Mhm. Die größte, bei 45 Grad hast du den in der Kurve ausgerechnet, die größte Weite. Wenn du höher machst, wird nämlich viel Energie für Höhe berechnet. Und die Energie fällt in der Weite und er fällt ein Stück weiter oben, weiter vorne runter. Wenn du ihn flacher machst und der musst jetzt gehen, wird er auch nicht so weit gehen, wird aber wesentlich weiter ausrollen. Das ist Physik, die normale Physik von dir. Das ist, wird natürlich dann, um das realistisch zu machen, muss das moduliert werden.
Das heißt also, du kriegst dann Seitenwind zum Beispiel, dann vor allem wie er abgeschlagen wird, weil der Schläger ja, das wird ja alles berechnet. Das ist ja Riesenphysik im Hintergrund in dieser Vorstellung, wie Welt funktioniert. Es ist da außen kein Naturgesetz, sondern dieses Wissen der Naturwissenschaft macht die Naturgesetze in diesem Cyberspace-Raum. Darum habe ich das auch gesagt mit meinem Tischtennisball, dass der durchaus von oben nach unten fallen kann bis zur Nulllinie oder dann Kehrwert von unten nach oben geht bis zur Nulllinie, wenn du unter Wasser drückst. Und jetzt passiert es, dass wir mal die Formel verändern. Wir lassen unser Golfspiel gleich und ich gehe nur an die Stelle in das Programm rein, wo die Flugbahn drauf ist und mache ein kleines Unterprogramm, dass diese, es ist ja nie, dass sich was analog bewegt, das wird ja nur in Schritten ausgerechnet. Zack, 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 zack. Je nachdem, wie fein ich die Stufe ist, wie die Bildauflösung. Es bleibt das Phänomen, es bleiben Einzelbilder. Ob ich 25 Bilder oder 1000 Bilder in der Sekunde mache, es sind einzelne Bilder. Und genauso wird ja hier jedes Bild, wenn ich jetzt den Ball fliegen sehe, habe ich ja letztendlich, sagst du mal, wir bleiben mal bei der Vorstellung eines normalen Filz, haben wir Einzelbilder. Und da wird jedes Mal, wenn das neue Bild kommt, wird, wo der Ball dann ist. Das berechnet diese Formel. Ich kann jetzt aber Folgendes machen, dass ich eine kleine Unterform reinmache und dann fliegt der Ball so. Das heißt, der kreist um diesen, jedes Mal um diesen Punkt herum, den ich berechne als Flugbahn. Dann habe ich einen Golfball in einer seltsamen Welt, wo ein Golfball so fliegt. Ich könnte mal sagen, pass auf, um dir das, das besser vorstellen kannst. Wir denken uns einmal statt den Ball, den dehnen wir jetzt einmal aus zu einer Frisbee-Scheibe. Und dann machen wir einen kleinen Punkt auf die Frisbee-Scheibe. Und wenn wir die schmeißen, kreist die ja so, während sie fliegt. Und der Punkt auf der Frisbee-Scheibe, Die wenn wir jetzt sieht die man, ja. Scheibe wegmachen, ist dann der Golfball. Das Verstehe ist ich. voll gegen physikalische Gesetze. Nein, es ist voll nach dem Programm. Das Programm macht es so. Das heißt, dort deine Welt auf der VR-Brille, die dir vollkommen real erscheint, im Hintergrund genauso ein Programm laufen hat, kannst du, wenn du das Programm veränderst, einen Golfball so fliegen lassen in deiner Welt. Ja. Dazu brauchst du aber Holo-Feeling. Aber das wirst du erst in der nächsten Welt, im nächsten Traum erleben. Aber dann ist von dem Matten in deinem Fall oder von dem, der du zu sein glaubst, nichts, überhaupt nichts mehr da. Das ist wie wenn ich jetzt, ich gehe wieder in die Welt der Romane. Wir machen übrigens, ich betone, kein Science Fiction. Ich rede von dem, was jetzt schon der Fall ist, weil alles, was ist, ist jetzt. Entweder als winzige Facette in dir existierend oder in dem großen Kontinuum der Möglichkeiten, die du hast, wenn dein Geist größer wird. Ich habe noch unendlich viel mit dir vor. Ich freue Nicht mich drauf. mit dir, Mit sondern dem mit dem Geist, Geist. der Ja, es ja. ausdenkt. Und wenn ich jetzt hier, wie größenwahnsinnig klingt das, wenn der sagt, deine Wissenschaftler sind für mich die Weisheit einer Schimmelpilzkolonie, dass das irgendwann einmal mit einem wissenden Schmunzeln abnicken, wenn du diese unendliche Geistlosigkeit religiöser oder politischer oder naturwissenschaftlicher Fanatiker, Lesch und Konsorten, es sind reine nachäffende Äffchen, egal, wenn man diese Charaktere, wenn man die an der Universität was anders gelehrt hätte, wäre dir egal, was du ihnen erzählst, wenn du die erste Programm, das du kriegst, war deine Logik. Ob das Basic ist oder Windows ist oder was auch immer. Und du wirst auf dieser Logik reiten und ich sage leiden und du hättest die Freiheit, das zu erweitern. Das passiert mit Holofeeling. Und es schmälert nicht deine momentane Logik, weil ich sage, das ist auch eine winzige Facette. Denk an mein Kabelsteckerbeispiel. Ein systemrelevanter Parameter für das heilige Ganze, für die ganz große Logik. Richtig. Und Das ist eine keine Feindbilder. Wirklich nicht die geringsten Feindbilder oder irgendwas in die Nichtigkeit ziehen, das nicht nichtig ist. Es ist alles wichtig, sonst würde ich es nicht in dir auftauchen lassen. Ich habe noch eine schöne symbolische Geschichte dazu, hier und jetzt ausgedacht. Es gibt ja diese Verschwörungstheoretiker und diejenigen, die ich mir jetzt ausdenke, die sich damit beschäftigen, die wissen das. Es gibt vor allem in Amerika die sogenannte Q-Bewegung, Q. Das Ja, ist, ja, bla bla bla. Affenbewegung. Ja, aber hör mal, das ist jetzt interessant in Bezug zu, was du gerade gesagt hast, was kein Science Fiction ist, was echt ist. Es gibt da, jetzt ist die Geschichte, die ich verfolge, dass es einen Q gibt in der Zukunft und der kommuniziert mit einem Q jetzt, ein 30-jähriger Amerikaner namens Austin Steinbart, über das Quantum-Internet. Und die weiterentwickelte Version seines Selbst gibt die jüngere Version Informationen aus der Zukunft. Wenn Und du, das ist. ich falle dir jetzt gleich ins Wort, um das abzuschließen. Ich weiß, was du sagen willst. Der dich jetzt ausdenkt, wird Schwierigkeiten, aber wir können das ganz einfach machen. Du gehst einfach und suchst dir alle
Star Trek-Folgen raus. Ja. Mit dem Captain Picard, mit dem Data. Und da gibt es, wenn du schaust, wenn du im Internet suchst, gerade jetzt dieses mit dem Captain Picard, mit dem Data, und da taucht ein Gott auf, der nennt sich Q. Und dann schaust du in Filmversionen, der narrt den Captain Picard bis zum Es geht nicht mehr, aber es ist ein viel, viel höherwertiges, intelligenteres Wesen. Da gibt es viele, viele Folgen, wo der immer wieder auftaucht. Erscheint normal, mit normaler Logik, zuerst einmal als ein Böser, weil der quält den Captain Picard, der narrt ihn ohne Ende. Es ist ein Gottwesen mit allen Möglichkeiten, der kann alles verändern. Und da wirst du merken, da steckt das Q, weil die Q des Kopf, Kup 186. Immer daran denken, du kannst es auch rot lesen. Die Affinität ist ein Adam. Ich sag 1, 10, 100. Gott, das Nichts, das alles ist. Dann die 10 ist der kleine Gott. Und die 100 ist der wirkliche Mensch. Und du wirst irgendwann einmal begreifen, dass dieser Mensch, was wir Affe nennen, Kopf blau, darum heißt der hebräische Buchstabe Kopf auch Affe. Da steckt die Affinität, der Affekt, die affine Spiegelung mit drin, ist ein Adam, ein Jahwe. Aber wenn ich den rot mache, ist das nicht mehr denkbar, weil das ja null ist. Und wenn ich jetzt sage, du musst das dann mal zu einem Menschen, zu einem roten Menschen, zu einem Gotteskind werden, das ist ja nur ein Schritt. Nein, du bist doch schon das, der sich jetzt auch den Adam männlich und weiblich ausdenkt in der Vollkommenheit. Weil auch ein ausgedachter roter Adam ist eigentlich nur das hier. Das ist es JHWH. Eine Seite Geist, eine Seite immer Geist und eine Seite, drum ist der Jesus, ist ja violett in der ganzen Mystik. Und jetzt, da hat es niemals eine Vergangenheit gegeben, wo irgendwelche Menschen irgendetwas entdeckt hätten oder irgendeine Symbolik festgesetzt hätten. Wir können das Chinesische in den I-Ching reingehen, da haben wir dann schon unsere DNA als Digitalstruktur. Es sind unterschiedliche Wissensgebiete, die mit Holofilien komplett verknüpft werden, die nichts mehr mit Zeit oder Mythologien zu tun haben. Dass der Violette, Lila, Lila, das all das Zeug, es ist alles ganz anders. Es ist komplett anders. Alle Einzelteile, die du als Wissenselemente unbewusst um dich herum verstreust, irgendwelchen Affen Wissen zusprichst, ein Sokrates kann nur in dem Kopf eines Menschen existieren im Jetzt, wenn er gedacht wird, und die Grundvoraussetzung ist, dass er auf seinen Schwamm irgendwas vom Hörensagen, dass man ihm was erzählt hat davon. Das ist hundertprozentig sicher. Du lebst in der Welt eines Schwamminhalts vom angelesenen Hörensagenwissen. Und dann sage ich nicht oft genug, und jetzt beobachte dich, wo du dich geistig ernährst, wenn du ins Internet gehst. Und du wirst dann feststellen, dass du gewisse Artikel hast, die sind dir sympathisch, die erscheinen dir logisch, ob du jetzt Verschwörungstheoretiker bist. Dann ist natürlich die offizielle Presse Lügenpresse, oder du bist in den klassischen Massenmainstream, dann sind die Verschwörungstheoretiker. Und dass diese Bosheit, die es logisch, wir haben den absoluten Faschismus, wenn du deutsche Zeitung lesen musst. Es läuft nichts verkehrt, gleich von vornherein. Jetzt ein Fernsehkoch, ein veganer Fernsehkoch, war von der Demonstration in Verbindung mit Xavier Naidoo. Marktkauf in Weißenburg, ein großer Supermarkt, der hat da Produkte, wo damit verkauft werden. Die haben jetzt die Produkte aus die Regale genommen von denen, weil er hier auf die Demonstration mitgegangen ist gegen die Massenmedien. Es ist absolut mittlerweile, wir haben komplett Nazi-Zeit im negativen Sinne. Und keiner merkt es, weil das Gutmenschen sind. Was denn aber nicht klar ist, dass die Nazis damals auch glaubt haben, sie sind die Guten. Weil egal welche Logik du vertrittst, deine Logik wird dir logisch erscheinen, und solange deine Logik im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist die unvollkommen. Du merkst gar nicht, wie unendlich geistlos du bist, das Böse. Das Böse ist es wert, dass es zugrunde geht, glaub es mir. Und das Böse sieht es nicht, weil das gespiegelt denkt. Ich wiederhole nochmal, wenn ich sage, unsere Welle, wir machen jetzt einfach die deutsche Zeit. Vorkrieg, Nachkrieg, Kriegsende, Nachkrieg. Wenn man diesen Punkt, die 45 Grad, sage ich immer wieder, 1945, das ist Sinus 45 Grad, 0,707, 0,707. Wenn wir das jetzt nehmen, vorher, was ja jetzt ist, eine Seite jetzt, schreien alle Ausländer raus, Juden raus, ich sage Ausländer raus, undeutsch, angeblich arisch. Jetzt, danach, Merkel-Zeit,
Ausländereien, Gutmenschentum, Ausländereien, ist genau gespiegelt. Jetzt schieben wir das zusammen, die 45 den Adam und du wirst feststellen, es ist gleichzeitig da. Die Rechtfertigung, die Ausländereien zu holen, was jetzt die guten Menschen gar nicht meinen, dass die im selben Moment Feindbilder produzieren, das sind nämlich die Ewiggestrigen, nennen wir das dann, die Nazis. Früher waren die Nazis die Guten, die haben geschrieben Ausländer raus und die Ausländer, die sagen ja immer noch Ausländer raus, das sind plötzlich die Bösen, weil die drin halten wollen. Das spiegelt sich, jetzt haben wir vier Seiten. Was aber wichtig ist, mit der Argumentation, habt ihr denn nichts von unserer Vergangenheit gelernt? Und ich habe zigfach gesagt, haben die was gelernt von ihrer Vergangenheit, die Meinungen anderer zu akzeptieren? Ja, mir muss ein Licht aufgehen, dass alle einseitig sind. Ne? Richtig, nur dir, dem, den ich das jetzt erzähle, nicht einmal dem Mann, der wird sich automatisch verändern, wenn du ihn dir anders ausdenkst. Und immer an das Haar denken, wir sind in einer Vervollkommnung. Wie sieht der Widerspruch aus, wenn wir eine Synthese davon machen? Was ist, wenn ich nur flächig denken kann, ist eben ein Kreis was ganz was anderes wie ein Dreieck. Aber es gibt einen Kegel. Und hell ist was ganz was anderes wie dunkel. Und Sonnenschein ist was anderes wie Regen. Es gibt aber Wetter. Verstehst du? Das ist so, das, was du immer von früher an gebracht hast mit dem Kreis, Dreieck. Diese einfachen Beispiele, KGL, du merkst jetzt schon wieder die Sprache im Hintergrund, wenn du das mitkriegst. Wenn wir die Katze machen, wenn ich jetzt in die Katze reingehe, wenn wir nur die Hebraisierten, wir können jetzt einmal nachschauen, was bedeutet eigentlich Katze. Das deutsche Wort Katze auf Hebräisch, ganz normales Hebräisch, habe ich ja noch nie angesprochen. Ich sage immer Katze, sage ich immer mit dem Kopf. Endpunkt. Ja. Lautlesen. Das ist Endpunkt. Aber wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt erst nochmal schauen, wie das auf Ivri, auf Hebräisch heißt, welche Lautwesen da drin stecken und dann wirst du feststellen, dass das auch im Windeln, wir können ja das ganz kurz nochmal machen, pass auf, Matten. Mhm. Ich übertrage mal den Bildschirm und dann gehen wir da ganz kurz nochmal rein und dann gehen wir jetzt zum Beispiel einfach mal ein hier, das machen wir so, das lasse ich stehen. Da gehen wir jetzt da und da gebe ich einmal die Katze ein. Das ist ein Programm, wohlgemerkt ein Programm. Wir geben da einfach mal die Katze ein und dann wirst du feststellen, da haben wir jetzt ein Wort für Katze. Das heißt, dasselbe Wort hast auch Binde. Das ist immer wieder Luri-Akademie, also im klassischen Juden sagen das erste Mal Binde, Bandage, Verband. Das ist aber nach Langenscheid auch die Katze, eine Schiene und das heißt Windel. Mhm. Eine Binde, ein Windel, da habe ich eine Verbindung, aber was hat das mit einer Katze zu tun? Jetzt kommt dann noch dieses Wort, Felis Domestica. Das ist das biologische Wort dafür. Das Haus, ne? Das zoologische. Das Domestica ist die weibliche, die Hausherrin. Ja. Und der Felix, den haben wir ja in der Schattenfrau 3. Richtig. Da wird es jetzt dann schon interessant. Felix ist das erste Mal fruchtbar, ein fruchtbarer Ertrag, fruchtbar sein. Wenn du die Frau, bist, die wirklich, okay? Das heißt, die Frau ist fruchtbar, weil wir ja die Domestika, die Hausherrin haben, die fruchtbar wird und wenn die fruchtbar wird, ist sie glücklich, aber die ist nicht fruchtbar, wenn sie einseitig ist. Beglückt, ja. Okay, jetzt ist schon interessant, es beginnt mit Chedi. Sorry. Chedi, wissen wir, heißt in Schrecken, Schrecken, Schinnerecken, logisch berechnet. Logisch berechnete Ecken ist aufgespanntes Licht. Ja. Dieses aufgespannte Licht um dich herum, wenn wir das jetzt rot-blau machen, ist letztendlich, dass du in Windeln steckst. Das heißt, du bist ein Verband, eingebunden, okay? Wind ist Ruch, die vier Weltgegenden. In mir ist Wissen. In mir bin heißt ja genau genommen zwischen. Immer dran denken, wenn ich BN, in mir ist eine Existenz, das ist das hebräische Wort, einschalten, etwas einziehen, hineinziehen, interpolieren, da haben wir Boal und zu tun machen, Handel. In mir ist Boal 80, 70, 30 gelesen, ist das hebräische Wort für die Verbformen, die grammatikalischen Verbformen, Hitbel, Boal, Niffel und so weiter und so fort. Das heißt, in mir ist ein Tun, ein Interpolieren. Eine Zeitform, ne? Die Verben. Richtig. Inter. Und das ist Z wie Ischen, der Befehl zu schlafen und zu alternieren. Ischen heißt ja schlafen und alt werden. Alt werden heißt alternieren werden. Richtig. Innerer All. Zwischen. Das ist das Bin. Wir waren definitiv bei Binde. In mir, zwischen mir ist das Wissen. Z wie Ischen. In mir ist ein Alternieren und das ist mein Wissen. Okay?
Ja. Jetzt pass auf, dann haben wir hin, ich habe jetzt die ersten zwei Nummer, dann machen wir mal hier das DL, das WAF schmeißen wir raus. Dieses Wissen, das in dir ist, das in dir alterniert, DL, das ist die Grundform, das wird jetzt ein Haufen, ein Hügel, das sind die Wellen. Und zwar ganz speziell künstliche Erdhügel, erwecktes Wissen, öffne deine Wellen. Darum nennen wir das in künstlich aufgeschmissene Hügel. Also von deinem Programm generiert. Ja, da wird es übrigens interessant, wenn wir jetzt da länger auch eine Schutthaufe. Pass auf, diese Radix 430 ist erscheinendes physikalisches Licht. Mhm. Immer rot-blau, da ist die komplette Erklärung drin. Bedeutet künstlich aufgewordene Erdhügel, eine geöffnete Welle, wahrgenommene Welle. Jetzt pass auf, die Welle. Jetzt habe ich hier, mache ich noch als Information 434, immer dran denken, die Nullen kann man wegstreichen. Mhm. Ein Geist hat zwei Öffnungen. Ja. Ich habe doch das schöne Beispiel gemacht, wenn du mein Bild unten klein haben solltest, dass ich sage, hüben 3 und drüben 3. Wenn wir das hinschreiben, haben wir D3. Das ist ein geschlossener Spiegel, D3. Und es sind aber eigentlich 4 Spiegel. Ein Tetraeder. Aber sobald wir uns an Tetraeder denken, brauchen wir einen zweiten. Wenn ich jetzt die 3 nehme und ich schreibe 3 gespiegelt, kriege ich die 8, weil 4 und 4 ist 8. Das ist das Zentrum in Doktor. Ja. 3. Und dann kriegst du diese Symbolik. Das steckt da mit drin. Schau, dieses 403, 4, die Grundradix, DAF, Gimmel, D, Dalet, heißt eine Vorführung von Mustern und Modellen. Okay, 30, 4, 400, ich tausche die Zeichen aus, heißt eine Entstehung und die Entbindungen von Geburten. Ja. Tausche die Zeichen, wende die Zeichen. Okay, 30, 4, Let for Ilet heißt Licht öffnen, heißt gebären, etwas gebären. Jetzt machen wir hier ganz nebenbei, wir haben noch andere Hügel, wir haben auch noch den Ei mit 70 geschrieben, wo ich immer wieder sage, das heißt auch Hügel, das ist auch eine Ruine, ein Trümmersteppen, das kommt also hier auch vor in der Dora. Das ist Augenblick des Intellekts. Aber wir bleiben mal bei TL. TWAFL. Lass uns das einmal wieder durchspielen genauer, weil ich sage, du musst ja bloß Zeit nehmen. Schau, jetzt hast du TWAFL, ist ein künstlich aufgewordener Erdhügel, ein Ruinenhügel. Da haben wir das Spiel nochmal. Das dehnt sich jetzt. Ist die Erscheinung ist aufgespanntes Licht. Das ist Licht, das angeblich sich von A nach B bewegt. Das wirkliche Licht bewegt sich nicht. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt sich es überhaupt nicht mehr. Gut, jetzt haben wir einfach mal das hebräische Wort Katze angeschaut. Jetzt tun wir mal das Wort Katze dann mal hebraisieren. Da können wir zuerst einmal so schauen. Wir können K, da gibt es jetzt natürlich viele Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt. K-A-Z. Schau, das Wort als Ding an sich gibt es nicht, äußerer Wert 111, aber du kannst jetzt lesen, wie du es ausdenkst, ist die Schöpfung, die du gebierst. Mhm, macht Sinn. Wie die Schöpfung, die geboren wird. Das ist, da muss man wen spielen, das ist, hat man aber sehr schnell draus. Gut, Katze. Wir können das Ganze natürlich jetzt hier auch ein Ain setzen. Katze. Das ist wie eine augenblickliche Wahrnehmung. Stimmt doch auch. Mhm. Das ist übrigens hier ZA, ZH, 95 wiederum, wenn du nachschaust, ist immer wieder herausgehen. Okay? Jetzt pass auf, jetzt machen wir aber einen Trick, wo die meisten nicht dran denken, dass das Z ja auch ein Zain ist. Richtig. Okay? Wir machen mal dieses K als wie weg, dann kriegen wir jetzt einmal ein Zain, ein selektierter Augenblick. Mhm. Jetzt wird schon interessant. Mit den Zeichen, mit der Selektion fängt etwas zu dir zu zittern an, es wankt, es bewegt sich. Jetzt fängt was zum Schwingen an. Ja. Ein selektiver Augenblick, ein Weichen, ein sich bewegen, zur Seite schieben, entsetzen. Entsetzen hast das Gesetzte wird in Bewegung gesetzt. Ent heißt das Aufheben von dem Setzen. Das heißt jetzt, wenn ich Katze mache, kriege ich dieses, jenes, solches, wie eine selektierte Wahrnehmung. Richtig, das ist, dass sich ganz abstrakt etwas in meiner Welt zu definieren beginnt. Ja. Jetzt pass auf, wir können natürlich auch dieses, wenn ich jetzt das Kopf, mit Kopf mache ich es immer, Kfz, affine Geburt, ist jetzt ein Ende, satt überdrüssig sein, verabscheuen, jetzt zerreißt du dich, das Ende des Äußeren, wenn wir hier hin dran machen, die affine Geburt, die du wahrnimmst, jetzt schau dir das an, ist das Äußerste.
Dieses Äußerste ist immer eine Ecke, wo du reinschaust, und jede Ecke, wo du reinschaust, ist ein Endpunkt. Das ist so eine Facette von diesem großen Diffusionskonstrukt, wo alle Diffusionen gleichzeitig da sind, wenn du nur die Formel anschaust. Bist dabei? Ja, sicher. Das ist das große Spiel. Und drum ist jetzt Schrödingers Katze. Jetzt müsste ich da ich muss einmal ganz, ganz kurz nochmal zurückgehen. Wir lassen es einmal laufen bei dem Video. Müsste es an und für sich funktionieren. Ich tue mal den Ton dazu schalten. Da muss ich das jetzt nochmal wegschalten und mit Ton dran. Lassen wir mal ganz klein schauen, was da alles passiert. Mit Audiotönen. Jetzt hier, schauen wir mal. Stell dir vor, du sperrst die nervige Katze deines Nachbarn in eine Kiste. Das ist schon mal das Erste. Die Kiste, unsere Deba, ist ja das unter anderem eine Kiste. Diese Beispiele basieren auf Holofeeling. Es ist nicht, dass da irgendwelche Physiker waren, die das entdeckt haben. Das sind Facetten innerhalb dieser gesamten Hauptmetapher, wo ich in allen Religionen immer wieder dieselben aufbauend auf diesen Schriftzeichen mit reinsetze. Das ist jetzt ein Endpunkt, den wir in der Kiste setzen. Das kannst du jetzt ein Geistesformbewusstsein in einem Gehirn zum Beispiel nennen. Hier ein Mechanismus mit radioaktivem Material. Das kann man jetzt, das ist ja allgemein bekannt. Enthält. Eine Stunde später besteht eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das ist ja, haben das die Prinzip sind wir oft darauf eingegangen. Ich will zum Beispiel besten Köpfe der Welt versucht, dieses Rätsel zu lösen. Und es scheint, dass sie es nun geschafft haben. Glücklicherweise wurde in all den Jahren und Experimenten in der Quantenphysik kein einziges Tier verletzt. Zumindest glaube ich das. Das Rätsel mit der Katze war ein Gedankenexperiment des österreichischen Physikers Erwin Schrödinger. Und seitdem ist sein Das war ein Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger. Die ganze Physik, das ganze heliozentrische Weltbild sind Gedankenexperimente. Übrigens dran denken, Ex heißt heraustreten, Bari, griechisch, Ringsum. Um mich herum. Experimente, denk an das Fundament, Ment heißt ja. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Richtig. Das sind die Gedankenexperimente, ich überlege mir etwas und verbreite diese Lücken in Raum und Zeit. R heißt erweckte, doppelt aufgespannte intellektuelle Existenz, darum brauchen wir hier zwei Zustände. Erweckte, doppelt aufgespannte intellektuelle Existenz ist immer eine logische Berechnung einer augenblicklichen Öffnung. Da können wir jetzt in das Ad reingehen. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Diese augenblickliche Öffnung können wir ja rot und blau schreiben. Als Ö lesen. Und dann hast du eine dauerhafte Zukunft, die Ewigkeit. Das ist rot in Ewigkeit, das hebräische Wort für ewig. Das heißt aber auch Raub. Die Berechnung einer Schöpfung einer aufgespannten Polarität, und das heißt die Beschwörungskunst. Die Experimente sind immer Gedankenexperimente. Alles, was du dir ausdenkst, sind wortwörtlich, geistreich gelesen, Experimente. Es sind Sachen, die aus dir heraustreten, existieren und du die Bari um dich herum verbreitest, überlegst und dann die Lügen in Raum und Zeit verstreust und sagst, das ist da außen so. Und darum bist du auch der Zeuge. Der Erzeuger von dem, was du erzeugst in dir. Richtig. Okay, was du Zeugnis ablegst, ist aber nur Geschwätz, das du vom Hörensagen kennst. Ganz kurz, was ändert das Umlaut auch nochmal an das O? Was war das? Das O ist, ich habe jetzt das O als 70 gesetzt. Ja, aber das Umlaut, also Ding an sich... Das ist, da gehst du immer in den Waff. Ich sage immer, bei dem O haben wir zwei Sachen. Wenn du das Waff nimmst, schauen wir mal das Waff, ich mache mal das da drüber. Im klassischen Hebräisch, wenn dieses Zeichen, das die Hebräer Waff nennen, die 6 als Ding an sich, ich klicke dir mal ganz kurz an, halt einzeln. Mal schauen, was da drin steht. Siehst du, da steht jetzt im Hebräischen Faf. Ja. Das wird als Gesetz, das ist erst einmal dieses Zeichen alleinstehend, wird meistens an das nachfolgende Wort rangehängt, heißt und. Ja, richtig. Das steht nicht dazwischen. Wenn es jetzt hier zum Beispiel das Dohu war Bohu, dann steht hier Dohu und Bohu. Und das war Bohu, wird immer das und wird immer den nachfolgenden Wort angehängt. Samt oder. Das ist diese Verbindungsradix. Okay? Ja. Dieses Waff ist rot gelesen, verbunden, vereinigt, der 6 oder aufgespannt. Rot-blau.
Ja. Jetzt ist es also so, dass dieses Waff-Zeichen im klassischen Hebräisch wird, je nachdem, wie das vokalisiert wird, ist es entweder ein W, ein V, ein U oder ein O. Und jetzt wirst du schon feststellen, dass dieses V, wenn du dir das kleine V anschaust da oben, ja, jetzt da nicht hinfahren, da unten sind die, dass ich immer wieder sage, du denkst jetzt einfach, wir machen so ein V vor uns hin, das ist Bistapel, das hat zwei Stapelzustände. Ja, das wäre jetzt eigentlich die Münze, wo man sagt, das kann ja bloß rechts, kann ja bloß Kopf oder Zahl sein. Richtig. Das ist oder. Siehst du, dieses Augenblick ja. ist eine DR, steht ja schon der Augenblick. O ist kreisend. Beim O, schau doch mal ein O, beim O denkst du dir immer ein Kreisen. Und DR heißt das Kreisen einer geöffneten Berechnung und DR heißt der Generation, haben wir tausendfach angesprochen. Ja. Das U schwingt. Beim U sagst du, jetzt ist es hell, dann wird es wieder dunkel, dann ist es hell, dann ist es dunkel. Beim V sagst du, jetzt ist es entweder so oder so. Das wäre jetzt in der Katze zum Beispiel, solange ich in die Kiste nicht reinschaue, chronologisch gedacht sage ich, die Katze kann ja bloß so oder so sein. Solange ich jetzt aber nicht weiß, ob die so oder so ist, ist es eigentlich ein W, ein W. Es sind beide Möglichkeiten gleichzeitig da. In unserem chronologischen Denken ist es U ganz wichtig, weil da sage ich, es ist einmal so und es ist so. Das schwingt praktisch, es schaukelt, wie auf einer Schaukel. Ja. Das sind jetzt erst einmal die Möglichkeiten, wie ich was aufspannen kann. Ich kann es mal bistabil denken, ich kann es W-mäßig denken, dann stabilisiert sich das selber, wenn du das nämlich siehst. Das ist schön zu sehen am VW-Zeichen, sind es nämlich eigentlich 3V. Ja. Schau mal, wenn du ein W dir jetzt denkst, dann wirst du feststellen, dass das W hier eigentlich, wenn wir jetzt das als VW-Zeichen machen, 2V, ja, 3V. Ja. 2V und da oben nochmal der Kleine ist in der Mitte drin sitzt, wenn man jetzt da als VW-Zeichen nimmt. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn sich das überkreuzt, ja. Ich habe es bildlich vor mir. Über Kreuz machen, das sind übrigens 666. Aber jetzt ist, dass ich darauf hinweise, was wieder nur einseitig negativ ausgelegt wird aufgrund der Apokalypse, was ja Enthüllung heißt, muss reingehen in die Holoarithmetik, wo ich da genau darauf eingehe, dass es hier zweimal erwähnt wird. Da wird zuerst das Rote und das Blaue erwähnt. Mhm. Kann man genau nachlesen. Das ist nicht nur das Blaue, da wird zuerst das Rote erwähnt. Auf jeden Fall, hier bleiben wir mal bei Schrödingers Katze. Schrödinger, jetzt haben wir nur das Ö. In G, da kann ich jetzt lesen, göttlich sein der Geist, der erwacht. Und der erwacht aufgrund von logischen Berechnungen, die hier zu augenblicklichen Öffnungen werden. Oder zu aufgespannten Öffnungen werden. Und auch der Gott Odin ist drin, ne? Aber das jetzt sind, dann mit. Ah, jetzt kannst du, wenn das losgeht, jedes Wort mit dem System, wenn wir jetzt dann noch spielen, da steckt übrigens auch das Wort Din. Ja, streng. Das Ger kommt von Indogermanisch für Germany. Der Geist, der erwacht ist in Germany. Ja. Das sind indogermanische Sprachen. Ja. Deus, Deutschland, Teutonen. Und wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von dem ausgedachten Volk. Wir sind in der Symbolebene. Ja, ja. Weiter. Binäres Haustier, die berühmteste Katze in der Geschichte. Die Essenz dieses Gedankenexperiments besteht darin, die Unvollkommenheit der Quantenmechanik aufzuzeigen, die besagt, dass sich der Atomkern sowie alle Elementarteilchen in einer sogenannten... Da geht es schon los, das große Problem Atomas heißt das Unspaltbare. Elementarteilchen sind Vorstellungen, zeig's mir. Kann sich irgendeiner ein Elementarteilchen ausdenken, wenn man ihn das nicht vorher einprogrammiert hat? Kann man das entdecken? Es kann niemals ein Mensch entdeckt haben. Es kann einer einfach in einen Traum grübeln und dann kann ihm das einfach einfallen. Die können auch Roderose Massmännchen einfallen. Oder wie habe ich in deinem ersten Vortrag, glaube ich, wo du in Fiegenstall warst, wo ich gesagt habe, was denkst du bei Marilyn Monroe? Mhm. Ich denke an eine Blonde mit einem Lederminirock und einer Nasenbirse. Die Freiheit. An was denkst du an das, was man dir einprogrammiert hat? Ja. Du lebst in der Vorstellungswelt deiner Lehrer und deiner Erzieher. Um das nochmal auszudenken. Und die besteht zu 99,9% aus Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Was jetzt natürlich Naturwissenschaftler schaffen, indem sie geistlos nachplappern. Ich denke mir jetzt jemanden aus, der dieses Video macht. Meistens sind es Studenten oder irgendwelche Jüngere, die hier ganz doll in Physik vernarrt sind. Und die machen jetzt populärwissenschaftliche Videos dazu. Aufbauen davon wissen, dass sie vom Hören sagen können. Was ihnen nicht klar ist, dass ihre ganzen Professoren an der Uni das auch bloß vom Hören sagen können. Das ist Wissen, das nicht mehr in Frage gestellt wird. Es hat einen tiefen, tiefen symbolischen Sinn, sonst wird es nicht auftauchen. Ich sage nicht, dass das
Es ist unvollkommen. Es ist halt, ich muss die Metaphern verstehen. Überlagerung befinden. Das heißt, der Kern eines Atoms zerfällt gleichzeitig und zerfällt nicht. Der Kern eines Atoms zerfällt gleichzeitig und zerfällt nicht. Das sind die zwei Seiten. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Film anschaust, wird diese Datei als Kontinuum in Einzelbilder zerhackt, ohne dass irgendwas in der Datei selber zerhackt wird. Richtig. Wenn ich mir jetzt meine die Fourier-Transformation mit den vier Seiten, die Fourier-Transformation vorstelle, dieses Spiel mit den Oberwellen, Sinus 1, ein Drittel Sinus, ein Fünftel Sinus und so weiter, bis ins Unendliche, zerfällt praktisch der Sinus in ein Rechteck. Der Sinus als Ding an sich ist aber ein reines Konstrukt, das man sich vorstellt chronologisch, obwohl der Sinus die Conditio sine qua non überhaupt nichts mit Chronologie oder Nacheinanderfolge zu tun hat, weil nämlich all diese herausgerechneten Punkte, die man auf einer Zeitachse oder Raumachse auftragen, letztendlich nur Winkel gleichzeitig in diesen Einheitskreis, gleichzeitige Blickwinkel in den Einheitskreis in unserem Tetraederspiegelsystem sind. Und das Element ist dasjenige, was Gott sich augenblicklich denkt, Element. Das ist zum Beispiel, oder wir können natürlich das L auch mit 70 lesen, dann wird es zu einem Joch, aber dann kommst du wieder, diese augenblickliche das augenblickliche Licht ist immer etwas Hochgehobenes, das du dann in ein Joch spannst, dann kriegst du schon wieder den Sinus bei der Vorstellung des Jochs. Ja, 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 ja. Das Tragegestell heißt es auch. Dementsprechend ist die Katze sowohl lebend als auch tot. Dasselbe gilt jetzt übrigens für dich. Schau mal zum Beispiel das Yin-Yang-Zeichen. Ja. Das ist Krishna und Arjuna in der Geschichte. Da könnte ich jetzt in die Bhagavad Gita, in Sanskrit, was ich manchmal ansprechen tue, das immer wieder die schöne Sache ist. Wenn du da die ersten Verse dir anschaust, ist das der Krishna hier zu Arjuna, was er nur schwarz und weiß heißt, dass da mal dem sagt, geh auf das Schlachtfeld und schlacht erst einmal all deine Hausgenossen. Ich sage als Jesus, die größten Feinde, die du hast, sind deine Hausgenossen. Zum Beispiel auch deine Söhne, wenn du der Matten bist. Jetzt, wie definierst du Feind? Nur negativ, das will ich nicht haben. Es ist auch das Feinste, was du hast, was du bisher erschaffen hast. Stimmt oder stimmt? Nicht, ja, ja, die geöffnete, nicht aber existierende Facette. Das Feindliche an ihnen ist, dass die, du würdest so viele Sachen machen für die, das macht dich total blind. Das ist ja die Abraham-Geschichte, Martin. Schlachte deinen Sohn. Wieso verlange ich das von Abraham? Ich sage, opfere, schlachten ist ja nichts anderes. Weil ich weiß, dass er mir so vertraut, dass er sofort bereit wäre, für mich zu sterben. Aber was für ihn noch viel schlimmer ist, ist ein Sohn, den er mehr liebt als sich selber, zu opfern. Ja. Das größte Opfer ist nicht sein Leben für mich, weil ich weiß, das wird er sofort machen, aber sein Sohn. Das ist diese Prüfung. Vertraust du mir? Und das kann er nur, wenn er weiß, dass sein Sohn aus ihm kommt und er nichts verlieren kann. Richtig. Und das zum Lernen und dass ich immer wieder sage, in dem Moment, wo du die Geschichte kennst, nützt dir die eigentlich nichts. Weil du sagst, es kommt ja am Ende dann dieser wieder aus der Hecke, dass ich den nicht schlachten muss. Ich würde ihn nicht auftauchen lassen, wenn du nicht zustickst. Das heißt, wenn du nicht wirklich absolut vertraust. Aber wenn wir die Kiste öffnen, wird sie sich nicht in beiden Zuständen gleichzeitig befinden. Das ist jetzt Verrückte, dass ich immer wieder sage, solange du dir einen Menschen denkst, ein Gehirn denkst, solange du da nicht reinschaust, wenn ich mir eine Kiste denke, ist in der Kiste nichts drin, erst wenn ich mir was reindenke. Was jetzt hier ist, dass ich immer sage, Kegel, Kreis und Dreieck hat zwei, sagst du mal, zwei Zustände. Das sind die zwei Endpunkte, ja und nein, Wellen, Berg und Wellen, da. Da sitzen aber unendlich Oberwellen drauf. Darum sage ich dann immer wieder, statt der Kiste denken wir uns jetzt an Küche. Solange du nur das Wort Küche denkst, denkst du an Kiste. Wenn du reinschaust, was du feststellst, wenn du ein Bild sehen willst, im Kind erweckt, Bilder, dann bricht die Wellengleichung zusammen, Martin. Ja. Die Wellengleichung bricht zusammen, du siehst ein Herd, du siehst einen Kühlschrank, du siehst halt dieses Bild, wo du dich jetzt, wenn du in der Küche drin bist, einen gewissen Blickwinkel, ein Bild, eine kleine Facette aus der Küche anschaust. Das heißt, die Schrödingers Katze bezieht sich nur, entweder ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck. Weder noch. Der Kegel ist eine Kiste. Und wenn du reinschaust, flächig projiziert, siehst du zuerst einmal die zwei Hauptzustände, die Endpunkte, Kreis und Dreieck. Aber viele, viele Zwischenformen. Okay? Ja. Extreme Vereinfachung. Sondern nur in einem. Dementsprechend ist das Studium von simultanen Quantenzuständen unmöglich. Denn wenn wir das Studium einer Kollektion
solange die Kollektion ist, ist unmöglich. Solange ich einen Film als ein Chat betrachte mit tausenden von Bildern, ist dieses Chat einfach eine Einheit. Ein Kontinuum, ein zusammengeschmissener Kontinuum, okay? Ja, unmöglich, die Verbindung aller Möglichkeiten. Richtig, eine Einheit. Und in dem Moment, wo ich reinschaue, wenn ich da ein, kann ich immer nur ein Bild anschauen. Oder natürlich auch Strukturen gibt es noch viele Möglichkeiten. Das ist es im gleichzeitigen Zustand. Ein Objekt beobachten. Hat es einen bestimmten Zustand? In dem Moment, wo ich ein Objekt beobachte, hat es einen gewissen Zustand. In dem Moment, wo ich einen Film beobachte, ist irgendeins dieser Bilder da. Ja. Aber die sind immer hier und jetzt. Jetzt kommt dann. Wenn ein Teilchen überwacht wird, können wir beobachten, wie es einen Quantensprung macht. Das ist ein totaler Blödsinn und dann wieder kein Blödsinn, so wie du dir das jetzt vorstellst aufgrund deiner Erziehung. Du kannst ein Teilchen nicht beobachten. Zeig mir ein Wassermolekül, zeig mir ein Photon, zeig's mir. Die sitzen vor diesem Computer und schauen ihre eigenen logisch programmierten Berechnungen an, wo sie die Formeln nicht verstehen. Was aber der Witz ist, warum es hier jetzt geht, wenn wir ein Teilchen beobachten, macht es einen Quantensprung. Qua? Muss ich jetzt da nochmal reingehen? Es bewegt sich nicht so. Affin aufgespannte Schöpfung. Ja. Tausendfach erzählt. Auf der Seite wo? Entweder ist es auf der Flugbahn oder auf der Flugbahn. Da wohin? Und so weiter und so fort. Okay, ein programmbedingtes Einzelbild, da bewegt sich nicht durch Raum und Zeit. Richtig, wenn man das jetzt das E, wir müssten das Aleph zu einem Elef machen, zu einer Erscheinung machen, die Schöpfung zu einer Erscheinung machen und jetzt kriegst du was ganz Interessantes, dem folgenden Wort angehängt, dient zur Anreihung an das Vorhergehende, dient zur Anreihung an das Vorhergehende. Habe ich so oft darauf hingewiesen. Wir können auch da dafür das Wort Sinn nehmen, da steht im Prinzip dasselbe. Wenn wir Sinn ganz einfach machen, das ist ja Sinne ohne Wenn, Aber, wie fern, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Das heißt, wenn der da war und da verschwindet, muss er zwangsläufig auf einer anderen Flugbahn aufkommen. Es gibt kein Dazwischen. Ja. Okay, es gibt kein Dazwischen. Es gibt kein Dazwischen zwischen den Bildern. Nur was im Hintergrund. Das errechnest du. Ja. Das sind wie Einzelbilder. Und das ist jetzt mit Flugbahnen, dass die feststellen, wir machen ganz kurz die Stellen. Man muss genau zuhören. Es stimmt alles, was er sagt, aber die Vorstellung, die du kriegst mit der normalen Ausbildung, führt total in die Irre. Hat es einen bestimmten Zustand? Wenn ein Teilchen überwacht wird, können wir beobachten. So, wie willst du ein Teilchen überwachen, das hier, wie willst du in einem Wasserstoffatom überwachen, dass das Elektron sich um diesen Proton rumdreht? Keine Ahnung. Physiker schaffen das in Teilchenbeschleuniger, die Milliarden von Geldern, aber ich kann natürlich nur aus das Buch heraus, dass das so ist in CERN, die können das alles überwachen. Das sind wahnsinnige Matten. Es wird bewundert, die das nachplappern, sind wie, die hängen Insekten, die sind komplett gehirnverbrettert, nicht gehirngewaschen, gehirnverdreckt nenne ich das, Deakt. Gehirnwäsche im positiven Sinne ist Holofeeling. Lass uns von dem reden, was jetzt da ist, was jetzt da ist und was du dir darüber hinaus ausdenkst, wie das angeblich ist. Es ist so, wie du dir denkst, dass es ist. Aber nicht so, was du wirklich siehst. Machen wir es einen Quantensprung machen. Ein Übergang in einen bestimmten Zustand. Außerdem erfolgt dieser Sprung augenblicklich, wie auf Knopf. Es gibt keine analoge Bewegung von A nach B. Weil in dem Moment, wo du dir eine erste Ecke ausdenkst, eine Strecke ausdenkst, denk immer wieder an mein Glas, wo wir anschlagen. Ja. Es ist hier und jetzt. Alles, was du denkst, ist hier und ist jetzt, wenn du es denkst. In einem einzigen Punkt. Das ist das Zentrum deines Bewusstseins. Alles andere ist ausgedacht. Es ist letztendlich, deine ganze Welt ist ein riesengroßes Experiment. Ein herausgetretenes um dich herum Men, Gestalt gewordene Existenz, die in Erscheinung tritt, lateinisch mentior, etwas überlegen, ich nenne das Gedankenwellen und Lügen verbreiten. Ja. Du lebst in einer riesengroßen Lüge, die du selber dir stellst. Da hätten wir jetzt übrigens gerade noch weitergehen müssen, dann wärst du nämlich gerade hier bei unserer Katze, kommen wir nämlich auch in einer Rodix, kommen wir dann zur Lüge, zu Lie, in einem Kind. Das englische Wort Lie heißt nämlich nicht nur Lüge, sondern das heißt auch in einem Kindsbett liegen. Ja. In Windeln, wir sind in der Binde, in Windeln, denk an die Winde und an die Binde, wo wir gerade gehabt haben. In den eigenen Exkrementen, ne? Richtig, du liegst in der Scheiße, die du dir selber ausdenkst. Das ist Säuglingsgotteskind. Du wächst mal irgendwann einmal heraus, aber nur wenn man Holofeeling kriegt.
Die Physiker der 90er Jahre glaubten jedoch, dass ein Teilchen einen gewissen Weg... Wer bestimmt, was die Physiker in den 90er Jahren geglaubt haben, was die für Vorstellungen haben? Ich. Der, der sich jetzt die Physiker in den 90er Jahren denkt und was du dir denkst, ist wieder angelerntes, einprogrammiertes Wissen. Ja. Die Katze beißt dich ständig in den eigenen Schwanz. Durchläuft, bevor es einen Quantensprung macht. Das ist das, weil da extremes raumzeitliches Denken ist, was eigentlich in der Quantenmechanik komplett abgestellt wurde. Alle Dinge, die du dir denkst, sind überall, wo du sie dir hindenkst und eigentlich nirgends, weil das nirgends ist das Zentrum deines Bewusstseins. Du bläst dich auf. Den die Technologie zuvor nicht messen konnte. So sieht es aus. Das sehen die. Ja. Die Bilder und die Computeranimationen, die du jetzt siehst, sind schon Vorstellungen, die man aus diesen Zahlen werden dann errechnen, mit, auch wieder mit einer gewissen Logik, so wie du Worte auslegst. Wie heißt das auf Deutsch? Ganz bestimmte Vorstellungen, Max. Du, wenn du jetzt das anschaust und sagst, du kann ich es einfach nur zahlen. Wenn ich dir ein Buch gebe, das in Spanisch oder in Chinesisch oder in Japanisch geschrieben ist, siehst du einfach ein fetzen Papier, wo Farbe draufspitzt. Das ist in komischer Anordnung. Sobald du mit deinem Programm resonierst, werden aus diesen Dingen Vorstellungen, und zwar die Vorstellungen, die du aus diesen komischen Schriftzeichen machst. Das ist hundertprozentig sicher. Und du denkst dir das aus und du meinst, du hast mit der Scheiße, die du dir ausdenkst, nichts zu tun. Mit den Rechtsradikalen und den Linksradikalen und mit dem Coronavirus. Du bist ja bloß der arme Affe, der darunter leiden muss. 2019 fanden die Physiker der Yale University zusammen. Da haben wir übrigens schon Bibel wieder. Jetzt bin ich drauf eingegangen. Das sind die zwei Säulen am Tempel von Salomon. Licht, Orim und Dummim. Mit ihren Kollegen aus Frankreich und Neuseeland einen Weg, dies nachzuweisen. Die Wissenschaftler führten ein Experiment durch, bei dem sie... Jede Kleinigkeit, wenn jetzt hat, löst sofort New Zealand irgendwas aus, an die Boden gespiegelt. Das könnte ich jetzt, jede Kleinigkeit könnte ich jetzt für dich hier auf der Wasseroberfläche schwimmen, könnte ich jetzt jede Kleinigkeit... Indirekt Qubits beobachteten. Künstliche Atome, die als grundlegende... Jetzt pass auf, die beobachten künstliche Atome. Das ist die Worte, wenn... Der mit einer Begeisterung, den ich mir jetzt ausdenke, der ja nicht anders kann, wie ich ihn mir jetzt ausdenke, den Urheber, normal chronologisch mit der alten Logik gedacht. Das sind Wortfloskeln. Wenn du hier, ich habe ein paar Mal hingewiesen, es gibt von Stephen Hawking und Robert Bandross, gibt es also hier eine schöne Arbeit über singuläre Mannigfaltigkeiten. Ein Oxymoron nach dem anderen hauen die raus. Widersprüche in sich selber. Die ich mir jetzt natürlich ausdenke, ich denke mir das alles aus, das ist der einzige Zustand, den ich mir wünsche für dich. Das sind Wahnsinnige. Ob du in einem religiösen Wahn oder in einem naturwissenschaftlichen Wahn oder in einem esoterischen Wahn bist, wo ich tausendmal sage, es gibt ja bloß hier und jetzt und vor 5000 Jahren haben die Maya. Dir wird bewusst, die wissen nicht, was sie sprechen, es sind geistlose Figuren in einem Traum. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis dir geistesbewusst wird? Die überleben auch nicht, die haben keine Überlebenschance. Der Einzige, der ewig ist, bist du, kein anderer. Nur du. Der Einzige macht Angst, ne? Wer macht dir jetzt Angst, wenn dir das Angst macht? Das genau die, die du schaust als. Der, der dich mal manipuliert ist, dieses Ego ist das anerzogene Wissen. Informationseinheit in einem Quantencomputer verwendet wurden. Die Forscher verwendeten 3 Mikrowellengeneratoren, um das Qubit in einem Aluminiumbehälter zu bestrahlen. In einem Aluminium, schau mal schon, Al-U heißt sein Gott. Ich könnte jetzt jedes dieses Alu, wenn wir in die chemischen Zeichen reingehen, wenn wir das genauer anschauen, werden da viele, viele kleine Dinge, Vorstellungen, die wie Puzzlestücke zueinander passen, wenn du Holofeeling beherrschst. Und auch arithmetisch, zahlentechnisch erlebst du ein Wunder nach dem anderen. Lies nur nochmal die Holo-Arithmetik. Aber jetzt kommt diese Stelle, wo ich dir vorab gesagt habe, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben. Diese Mikrowellenstrahlung schaltet das Qubit zwischen Energiezuständen um, während der zweite Strahl die Kapazität steuert. Die Mikrowellen, ja. Das ist ja, wir haben ein O-Mikro und ein Omega. Das ist, und diese Qubits, die Strahlung schaltet, was beobachten die eigentlich? Es sind wirklich geistlos nachgeplapperte Phrasen. Und ich wiederhole jetzt nochmal, das habe ich zigfach gesagt, ich denk mir jetzt ein Buch aus, ich müsste bloß hingehen, dann könnte ich es dir zeigen. Physiker beschreibt Lichtgeschwindigkeit. Ich zitiere wörtlich. Bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu sprechen, ist genau genommen eigentlich ein Blödsinn, weil für das Photon selbst weder Raum noch Zeit existiert, weil bei Lichtgeschwindigkeit
mehr oder weniger, und Photone bewegen sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Das Ganze drumherum, die Peripherie, in dem Punkt zusammenfällt, ist das Atom selbst ist. Und die Zeit wird ewig, und ewig darfst du dir nicht ausgehen, denn das ist der ewige Jetzt. Okay? Ja. Also bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit, wie bei anderen Teilchen zu sprechen, ist Blödsinn. Und dann kommt Komma, selbstverständlich bewegen sich Photonen mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Wir sind noch 300.000 blablabla in der Sekunde durch den Raum. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Aber was jetzt der große Hammer kommt, 10 Seiten weiter beschreibt er hier das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox, und da beginnt er, wir denken uns jetzt einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Photonen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Du blätterst 10 Seiten vor, bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu reden, ist absoluter Blödsinn. Der Mann weiß nicht, was er spricht. Und du wirst feststellen, nein, Lesch weiß es auch nicht. Wenn der Lesch-Video, das ist jetzt nur der Prototypen für den Naturwissenschaftler. Wir Wissenschaftler wissen ja. All das ist Hirnschiss, aber doch tief wichtige Weisheit, wenn du es mit Holofeeling siehst. Alles richtig. Ja. Ich sage, die Formen, all das stimmt, bloß nicht die Vorstellungen, die die aufbauen. Dasselbe gilt für alle heiligen Schriften, ob du die Bhagavad Gita lesen tust, ob du die Dora, den Denach lesen tust. All das, was da drin steht, ist richtig, aber nicht das, was du aus den Worten machst, die Vorstellungen. Adam ist kein Männchen und ein Weibchen, das mit einem Lendenschutz im Paradies rumläuft. Kurz gesagt, man kann nur über den Umweg nach Hause kommen. Richtig. Oder auch, lassen wir mal, schon wieder Einseitigkeit, wäre jetzt eine Kategorie 2 Frage. Du kannst nicht wohin kommen, wo du schon bist, Kleiner. Lass es ganz kurz. Wenn sich das Qubit im Grundzustand befindet, erzeugt Mikrowellenstrahlung Photonen. Wenn die Photonen beginnen zu... Das ist alles, zeig's mir. Zeig mir die Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Ja. Verstehst du, da kommt jetzt dann, wo sie dann hier, wo ich gesagt habe, wo sie dann, um das nochmal zitieren, weil man sich das auch nicht, ich glaube, mach das jetzt einmal weg, dass ich dich wieder hab. Wo ich dann sag, wo dann in der Kiste übrigens, wenn es weitergeht, sind Saphir Supraleiter. Ja. Supraleiter, Saphir Supraleiter. Was ein Witz ist, Saphir selber als Kristall ist ein Eigenart, ist eigentlich ein Dielektrikum, außer man tut es studieren, aber da will ich jetzt nicht so weit genau ins Detail gehen wissenschaftlich. Aber was jetzt ist, und da spannen die dann in jeder dieser Kiste genau 80 Photone ein. Das ist ein wissenschaftliches Experiment, wo sie jetzt praktisch das Quantenparadox lösen damit. Da, wenn du jetzt das einmal mit einem wirklich gesunden Menschenverstand betrachtest, 80 Nichtseiende nicht, wie wollen die das wirklich überprüfen? Es geht nur mit Glaube. Es geht nur mit Glaube. Mir kann das einer erzählen und ich kann das glauben. Die haben erzählt, dass du das Gehirn bist in deinem Kopf. Dass wenn das Gehirn mal da ist, gibt es dich nicht mehr. Wie willst du das überprüfen? Aber das sind doch die 80 Photonen. Das ist das lichtgeschwörende Wissen. Jetzt kommt langsam Holofeelings ins Spiel, weil jetzt nur noch die Metapherebene. Drum, das Wertvollste, was du hast, sind die Märchengeschichten und die sogenannte Geschichte, was du bisher gemeint hast, die in der Vergangenheit war, die natürlich nur für dich ist, wenn du dir das denkst in die Vergangenheit, dass du wiederum nur machen kannst, wenn das auf deinem Schwamm drauf ist als Computer. Und dann kannst du immer nur hier und jetzt denken. Das kann immer nur hier und jetzt existieren, was du dir in die Vergangenheit denkst. Es war nie in der Vergangenheit. Bevor du es denkst, ist es, wenn es überhaupt ist, ist es eine Möglichkeit auf dem Programm, das du entfalten kannst. Denk an das Videospiel. Das alles, was ich jetzt sage, ist 100% sicher, sofort von jedem 13-Jährigen überprüfbar, wenn er den Gedankengang begeht. Was du für das neue Wissen opfern musst, ist das alte Wissen, dein Haar. Wenn du mir dein jetziges Leben, das hast dein Wissen, schenkst, kriegst du ein vollkommen neues. Wenn du das mit aller Gewalt egoistisch, engstirnig am Leben halten willst, wenn du Geist bist, lasse ich dir das bis in alle Ewigkeit, und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden und kämpfen, immer und immer wieder. Und wenn du nur ein Gedanke bist, den ich mir jetzt denke, machen wir überhaupt keine Gedanken, weil du bist schon wieder weg, wenn ich dich nicht mehr denke. Darum sage ich, mir geht es um den, der ewig ist. Und der ewig ist, kann nicht existieren. Der kann nicht der Körper sein, der kann nicht der Welt sein, ein Gott sein. Das sind alles ausgedachte Dinge. Ja. Die Sprache verstehen, man ist sehr einfach. Und du wirst jetzt merken, es ist was Intimes. Du wirst es, deine Söhne kannst du lieben, so sehr du willst. Aber so wirst du die irgendwann einmal so lieben müssen, wie ich dich liebe. Auf der geistigen Ebene. Das wird dann rot. Und dann wirst du die Verwandlung akzeptieren müssen. Verstehst du?
So wie du deine eigene Verwandlung irgendwann einmal akzeptieren musst, weil du verwandelst dich körperlich laufend, jetzt, du wirst auch ein alter grauhaariger Sack. Fängt schon Ich langsam an, erinnere ja. wieder jetzt an einen, den wir uns als Pixelmännchen ausdenken, wo ich sage hier, das ist der Udo mit 39 und dann mache ich den alten Udo in Fiedenstein. Aber beide sind jetzt. Ist der Udo das oder ist der Udo das? Merkst du, wie Zeit alles auseinanderreißt? Das ist ja das Schöne, dass dieses Zerreißen, die Geburt einer Berechnung zureißt zu Form werden. Und das siehst du im Spiegel. Zerreißen. Du musst dich, das heilige Ganze, wenn du ich bist, ich UB, musst du dich zerreißen in unendlich viele Facetten. Und ich mache das, dass ich mich zerreiße in Geistesfunken, die eigentlich gar nicht zerrissen werden können. Geistesfunken sind in einem gewissen Maß Atome. Darum ist ja dieses ATM, wo ich immer gesagt habe, es kommt dann Säger wie eine Körper, der Adam ist männlich und weiblich, Denker und Ausgedachte. Und das ist ATM, da steckt das Wort Atom, die Radix drin. 1, 440. Und eins sind sie, das Atom, sie sind unteilbar. Der Denker und seine Traumwelt ist untrennbar miteinander verbunden, wie das Meer mit seinen Wellen. Und jetzt merkst du, dass das alles einen ganz anderen tiefen symbolischen Sinn kriegt. Unglaublich, ja. Ein Geschenk ohne Ende, und dann kannst du dir Xavier Naidoo ausdenken und Eva Hermanns und all das Zeug, die noch so in der Welt sind, die lesen jetzt zwar im Lichte der Weisheit von Abdruschin. Ganz tolles Buch, das letzten Selbstgespräch, das stimmt alles. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt, und ich sage dir, das nützt nicht zu niemandem was. Und du kannst dir Debbewein anhören, ganz ein alter Herr, der Weise die Grundlagen bringt. Ich garantiere nicht ein einziger, der sich das anhört, nützt denen was, weil das diese Hammerschläge, die ich jetzt mit Holo Feeling auf dich drauf habe, um dich wach zu machen. Das fällt, es ist zwar richtig, aber es wird das Wesentliche überhaupt nicht angesprochen. Dass du das, was du hier angeblich bist, was ein Debbewein oder ein Dolle erkennt und wo du über die sprechen, dass du das nicht werden kannst und dass der absolute Verzicht deiner jetzigen Logik erst mir möglich macht, dir das höhere Programm aufzuspielen. Wie immer sagt, du bist der Computer und musst dich komplett platt machen, das Haar raus, weil das Haar wehrt sich, absolut dir irgendwas Neues aufzuspielen. Und dann, wenn ich hier diesen Buchstaben, dein jetziges komplette intellektuelle Wissen plus Betriebssystem weggenommen habe, kriegst du für diesen Buchstaben von mir ein Wort, das Wort Haus. Und du stellst fest, ich habe es da gar nicht weggenommen, weil ich die heilige Einheit niemals zerreiße, sondern bloß immer wieder weiter und weiter mit neuen Facetten. Und da ist nichts. Schau mal, die Jahre, wo du jetzt den Udo kennst im Hintergrund, ich habe dich niemals festgehalten, da ist keine Sekte, um das zu betonen, wo man eintreten könnte. Das hat Nee, nichts das mit Geld zu tun, wo man was spenden müsste, um die Welt zu verbessern. Es ist ein rein Holo-Feeling, ist ein rein intimer Akt. Und wenn du das lebst, wächst es aus dir heraus. Lebe es deinen Söhnen vor, lass ihnen auch die Leine, lass ihnen Erfahrungen machen. Das sind die Söhne, der Sohn, der in die Fremde geht. Sollte das in dem Film der Fall sein. Halt nicht zurück, weil du weißt, der wird viel Leid erleben und wird dann räumlich wieder zurückkehren, wie du jetzt, weil du mich wieder anrufst. Bist nicht der Einzige. Ich denke jetzt an meinen Klaus. Es sind viele, aber das sind Erfahrungen. Die sind doch nicht schlecht. Im Nachhinein ist alles gut. Super. Du bist die Summe deiner Erfahrungen und in jedem Leben, in jedem Buch machst du neue Erfahrungen. Das Schöne, was ab jetzt sein kann, wenn du dieses Leben durchhast, dass du die nächsten Rollen, die du spielst, nicht mehr in die Vergessenheit musst, weil du das Prinzip verstanden hast und das mit Freude angehst. Lass Gott uns sei das sagen. Dank. Ich Tschüss. bedanke mich. Tschüss.